Alright, ihr lieben Leute, ich würde sagen, lasst uns beginnen. Schön, dass ihr alle mit dabei seid zum heutigen Special Call der Try and Trade Week. Ich gucke gerade, heute ist Mittwoch, Wahnsinn, wir sind schon im Tag 3 angekommen. Ich habe heute die Ehre, euch ein paar Tools vorzustellen in unserem TPX Time-Based Trading. Vielleicht ganz, ganz kurz zu mir, Silvio. 33 Jahre alt, wohne in Dresden, bin jetzt seit knapp einem Jahr hier bei IM Academy. Will ich jetzt gar nicht so viel mit meiner Story hier langweilen, sondern ich will direkt jetzt hier ins Trading reinkommen, weil wir haben jetzt ein volles Programm. Und mir ist es aber ganz, ganz, ganz wichtig, ja, und das habe ich auch bei den ein oder anderen Feedbacks letztendlich da oft auch gesehen. Es gibt Leute, die vielleicht schon ein paar Vorerfahrungen im Trading haben, für die ist es manchmal ein bisschen lahm. Ja, die wünschen sich gerne ein bisschen mehr. Und dann gibt es manche, für den oder die sind vielleicht die in Anführungszeichen einfachsten Sachen schon eine kleine Herausforderung. Deswegen versuchen wir heute hier einen kleinen schmalen Grat sozusagen zwischen das so einfach wie möglich zu lassen, dass man es bestmöglich versteht und aber auch ein bisschen fortgeschrittenen Mehrwert hier mit reinzuteilen, sodass einfach heute jeder hier aus diesem Call mit einem Mehrwert rausgeht. Das ist mir auf jeden Fall wichtig. Geil, dass ihr mit am Start seid. Ich werde direkt jetzt auch anfangen. Wir werden das jetzt so machen. Ich habe zwei Tools, die ich euch gerne vorstellen werde, mit denen ich schon seit über, ja, keine Ahnung, wie viele Monaten es mittlerweile sind, seitdem wir die TBX Academy haben. Ich glaube, es müsste jetzt schon fast ein halbes Jahr sein, damit unterwegs bin. Zwei Tools, die sehr, sehr, sehr gut auch performen und die meiner Meinung nach extrem viel Sinn machen, sich mit denen mal genauer zu beschäftigen, die unter die Lupe zu nehmen und damit sozusagen halt profitabel im Trading unterwegs zu sein. Ihr habt am Montag die BYOB-Strategie sozusagen vorgestellt bekommen von der Janina. Gestern ging es ein bisschen um das Thema Krypto und heute geht es sozusagen um das Thema TBX. TBX umfasst fast alles, was man traden kann. Ja, es ist nicht nur der Forex-Markt, der Währungsmarkt. Man kann damit Kryptos traden, man kann damit Aktien traden, man kann eigentlich alles damit machen. Warum bin ich ein extremer Freund von TBX? Es liegt einfach daran, wir haben ein Time-Based Trading und die Trades laufen größtenteils zwischen 5 bis 30 Minuten. Ja, und ich bin ein Freund davon, einen geilen Einstieg zu finden, in den Trade reinzugehen, im besten Fall nach 3-4 Minuten im TP zu sein und den Laptop zuzumachen und dann halt einfach irgendwas anderes am Tag zu machen. Ja, ich habe keine Lust da irgendwie, dass ein Trade mehrere Stunden, Tage oder Wochen läuft. Das ist einfach mein persönliches Empfinden und jeder ist da ein bisschen anders. Ja, das heißt, es gibt hier Menschen, die lieben das, wenn die Trades 2 Wochen laufen und dann wird es Leute geben, die sagen, ey, cool, habe ich gar nicht gewusst, dass die Trades auch so schnell laufen können. Deswegen ist das für mich ein absolut geniales Tool, auch für alle, die jetzt nicht ganz so viel Zeit haben. Klar, muss man auch Zeit investieren, um die Einstiege zu finden. Aber wenn es dann einmal gefunden ist, geht es auf jeden Fall recht schnell los. Ich lasse den Chat einfach offen. Ihr seid auf jeden Fall alle lieb zueinander. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Wenn ihr Fragen habt, ich versuche ab und zu mal in den Chat reinzuschauen. Ich würde aber das Ganze so machen. Ich werde es in 2 Teile aufteilen. Wir fangen jetzt gleich mit dem Simple Scalper an. Ich werde euch alles erklären, alles vorstellen. Natürlich wirklich anfängerfreundlich. Und dann machen wir eine kurze Q&A dazu. Könnt ihr ein paar Fragen stellen. Und dann gehen wir in den 2. Teil rüber. Und danach könnt ihr auch wieder die Fragen stellen. Ja, das macht am meisten Sinn, wie wenn ich zwischendurch 10.000 Fragen beantworte. Kommt man vielleicht gar nicht so gut mit. Und ich würde einfach mal ganz kurz den Bildschirm jetzt mit euch teilen. Und euch, ich müsste kurz im Hintergrund auch erstmal die Seite dazu öffnen, einen Augenblick. So, ich teile ganz kurz mein Bildschirm mit euch. Ihr könnt gern, wenn ihr mal mögt, auch ein paar Notizen machen, macht auf jeden Fall Sinn. Wir sind hier gerade in der IM Academy. Ich zeige euch mal einfach den ersten Step. Ihr habt zwar noch nicht den Zugang, also die meisten zumindest, die in der Testwoche dabei sind, aber dass ihr einfach mal wisst, wie kommt ihr überhaupt zu diesen Tools. Wir können uns hier sozusagen IM Academy in unser IM Center einloggen. IM Center ist sozusagen die Academy von IM, wo wir den ganzen Mehrwert bekommen, wo die Erklärvideos sind, wo wir an den Live-Sessions mit den Educatoren sozusagen gemeinsam traden können, aber auch wo wir unsere ganzen Tools und Strategien sozusagen öffnen können. Da gibt es einige. Ich zeige euch bloß mal ganz kurz einen groben Überblick, was es überhaupt alles gibt. Gestern habt ihr sozusagen das Vibrator getradet. Das ist ein Tool im Forex-Bereich,
Bei jedem Tool habt ihr nochmal verschiedene Untertools sozusagen, die man nutzen kann. Einfach mal, dass ihr seht, was das für eine Bandbreite ist. Wir sind im TBX unterwegs, öffnen wir gleich gemeinsam. Dann gibt es das DCX, was euch der Simon gestern vorgestellt hat, und noch verschiedene weitere Mehrwerte. Also da ist auf jeden Fall für jeden was dabei. Wir starten jetzt am Anfang mit dem Simple Scalper und da ist auch Name Programm. Also das kann ich euch auf jeden Fall schon mal sagen. Der ist wirklich sehr, sehr, sehr simpel auch anzuwenden. Das ist sozusagen eine Strategie von Liberty. Ich habe es jetzt im Hintergrund schon mal aufgemacht. Wenn wir dieses Programm öffnen, sieht es ungefähr so aus. Wir können hier oben unseren Simple Scalper sozusagen halt anwählen. Und dann ist das hier unsere Strategie, mit der wir jetzt traden werden, beziehungsweise die ich euch jetzt mal ein kleines bisschen genauer erklären werde. Auch wenn das jetzt vielleicht für jemanden, der hier schon ein bisschen im Trading unterwegs ist, vielleicht einfach aussehen wird. Für mich war es am Anfang wirklich nur Bahnhof, ja, wo ich in den ersten Live-Sessions drin war und vor mir wurde irgendwie live getradet und analysiert. Ich habe nur Bahnhof verstanden. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich irgendwann mal das irgendwie ansatzweise so raff. Und dann saß da eine Mama mit ihrem kleinen Kind auf dem Schoß und fing da an, die Märkte zu analysieren. Ich fand das einfach so beeindruckend, dass ich gesagt habe, okay, das kann wahrscheinlich irgendwie auch jeder tatsächlich lernen. Dass es jetzt nicht von heute auf morgen geht, ist vollkommen klar. Jetzt sitze ich hier und darf euch das erklären. Ja, so schnell kann es manchmal gehen. Der Simple Scalper ist letztendlich ein Tool, wo wir sozusagen Trendwechsel scalpen. Das heißt, sobald eine Richtungsänderung in dem Trade, das heißt, der ging nach oben und dann wird sozusagen ein Wendepunkt erkannt und der geht in den Trendwechsel, dann gehen wir in so einen Trade und scalpen uns über ein paar Minuten, je nachdem, was für ein Timeframe man unterwegs ist, vielleicht auch eine halbe Stunde, maximal eine Stunde, sozusagen einen kleinen Bereich da raus und nehmen uns dort unsere Profits mit. Der Simple Scalper ist natürlich jetzt nicht nur das Tool, wo ich jetzt reinschaue, bevor ich anfange zu traden, sondern zwei Seiten prüfe ich trotzdem immer vorher ab, bevor ich in den Trade reingehe. Und das habt ihr bei der Janina am Montag vielleicht auch schon gesehen. Ich zeige es trotzdem, weil vielleicht war der ein oder andere am Montag gar nicht in dem Call mit dabei. Das heißt, das allererste, was ich sozusagen mache, bevor ich überhaupt einen einzelnen Trade setze, egal mit welchem Tool, sind immer erstmal die Wirtschaftsnews zu checken. Weil du kannst das geilste Tool haben, du kannst die besten Strategien haben. Wenn du während News tradest, können die verrücktesten Sachen passieren. Ja? Man kann tatsächlich auch mit News traden. Das ist aber mehr oder weniger Champions League und da gehört mehr dazu, als nur mal so eine Seite zu checken und zu gucken, was passiert und dann auf gut Glück reinzugehen, sondern da gehört auch viel, viel, viel Wirtschaftswissen letztendlich dazu. Mir persönlich zu hoch, habe ich auch gar keine Lust dazu, mich den Ganzen auseinanderzusetzen. Deswegen umgehe ich einfach diese Zeiten, wenn diese News stattfinden, um einfach kein Risiko einzugehen. Ja, dann gibt es eine Seite, die heißt investing.com, da kann man sich so einen Wirtschaftskalender öffnen und kann sozusagen halt das Ganze auch filtern lassen nach 2- und 3-Sterne-News, das sind für mich die wichtigsten. Und wenn ich jetzt zum Beispiel im Forex-Markt unterwegs bin und möchte einen Währungspaar traden, wo beispielsweise der US-Dollar drin ist und sitze gerade 14.30 Uhr an meinem Laptop und will jetzt hier loslegen zu traden, dann würde ich natürlich keinen Trade eingehen, weil ich sehe, okay, 14.30 Uhr 2-Sterne-News, 16 Uhr fängt es schon wieder an mit 2-Sterne-News, dann sogar noch 3-Sterne-News hinterher. Das heißt, okay, zum Nachmittag werde ich jetzt nicht unbedingt hier ultra aktiv im Markt unterwegs sein. Das heißt, ich gucke, welche Währungen in meinem Währungspärchen enthalten sind, ob der kanadische Dollar drin ist oder der US-Dollar oder beispielsweise der Euro, wie heute mittags um 12. Dann lasse ich diese Währungspärchen einfach aus. Ich mache da immer eine Range, eine Stunde vorher, eine Stunde nachher. Ja, wenn 12 Uhr Euro-News sind, tue ich von 11 Uhr bis 13 Uhr einfach kein Euro traden. Danach schaue ich mir auch erstmal den Chart an. Waren es wilde News? Dann warte ich erstmal, bis der Markt sich wieder auf das Niveau einpendelt, wo er vor den News war. Wenn das schon der Fall gewesen ist oder wenn es jetzt nicht so krass war, dann eine Stunde danach kann man auf jeden Fall den Markt wieder reingehen. Einzige Herausforderung bzw. Besonderheit, wenn wir 3 Sterne US-Dollar-News oder aber auch Euro-News haben, würde ich tendenziell die Finger vom kompletten Markt lassen, weil da passieren einfach die wildesten Sachen. Ja, und beim Trading ist das Wichtigste, nicht zu wissen oder darauf sich zu fokussieren, wie viele Profits können wir uns jetzt mitnehmen, sondern eher erstmal zu schauen, dass wir halt wenig Risiko eingehen. Ja, und lieber mal einen Trade auslassen und damit halt auch ein Stop-Loss weniger haben, wie irgendwie einen Trade hinterher jammern, weil er vielleicht doch ins TP gegangen wäre, sondern wir schauen halt immer, dass wir mit wenig Risiko in die Trades reingehen. Die zweite Seite, die kennt ihr tatsächlich auch, wenn ihr am Montag bei dem Call von Janina mit dabei wart, ist die Seite livecharts.co.uk. Diese Seite zeigt uns sozusagen Währungsstärken an der einzelnen Währungen. Ja, ist jetzt auch für den Forex-Markt interessant für uns.
Hier habe ich zum Beispiel, oder nicht zum Beispiel, hier habe ich eine Ansicht, wo ich mir anzeigen kann, wie stark oder schwach gerade eine Währung ist. So, was sagt uns das jetzt aus? Wir haben ja immer Währungspärchen. Wenn wir mal ganz, ganz kurz in den Simple Scalper reingehen, dann seht ihr zum Beispiel hier oben links steht NZD/JPY. Das heißt neuseeländischer Dollar zum japanischen Yen. So, wenn wir jetzt beispielsweise in diese Seite halt reinschauen und gucken uns jetzt an, der neuseeländische Dollar hat vier Balken, der japanische Yen hat auch vier Balken. Was würde das für unser Trade bedeuten? Der Trade wird wahrscheinlich relativ in der Waagerechten unterwegs sein, weil beide Währungen gleich stark sind, was ihr hier jetzt gerade seht. Ja, das ist mehr oder weniger, wenn man es jetzt mal ein bisschen kleiner zieht, das Ganze, ist es einfach nur eine Seitwärtsbewegung. Das haben wir sehr, sehr, sehr oft, wenn Währungen gleich stark sind. Was passiert, wenn Währungen unterschiedlich stark sind, beispielsweise GBP zum USD? Gucken wir mal ganz kurz bei Impuls rein. Das haben wir hier gerade, das sehen wir hier gerade. Wir haben hier das Währungspärchen GBP-USD. Wir können jetzt hier rauslesen, wir haben einen starken GBP und wir haben einen schwachen USD. Früher konnte man sich das immer noch ein bisschen leichter merken. Da standen die Währungspärchen nicht nebeneinander, sondern untereinander. Das heißt, da hätte der GBP oben gestanden, der USD unten. Und jetzt weißt du eins, wenn die Währung, die stärker ist, zieht den Kurs genau in die Richtung. Ist die Währung, die oben steht, stärker, die jetzt halt an der ersten Stelle steht, ist die stärker, dann geht es eher nach oben. Dann haben wir ein bullisches Moment, dann haben wir einen aufsteigenden Kurs. Ist die Währung an der zweiten Stelle oder quasi unten drunter, wie es früher war, an der zweiten Stelle stärker, dann geht der Kurs sozusagen eher nach unten. Jetzt haben wir das Währungspärchen GBP-USD mit einem starken GBP, mit einem schwachen USD. Schreibt mal kurz in den Chat, was ihr denkt. Ist das jetzt eher ein Kurs, der nach oben geht oder ist das gerade eher ein Kurs, der nach unten geht? Einfach mal ganz kurz oben oder unten reinschreiben. Alright. Sehr cool. Ihr habt es sozusagen verstanden. Ist eigentlich relativ easy. So, jetzt können wir natürlich nicht nur nach diesen Währungsstärken gehen, auch wenn ihr jetzt sehen werdet, wenn ich euch das Chart jetzt hier aufmache, was haben wir für eine Bewegung hier gerade im Markt? Ganz klar eine Bewegung nach oben. Ja, jetzt können wir natürlich nicht nur nach den Währungsstärken gehen, weil selbst wenn wir eine dominante Währung haben, die beispielsweise drei, vier Balken stärker ist wie die andere, können es trotzdem in dieser Bewegung, in dieser Aufwärtsbewegung auch zu Gegenbewegungen kommen. Deswegen nutzen wir sozusagen Tools, die uns in diesen Trend, den wir sozusagen haben, die perfekten Einstiegspunkte sozusagen einfach mitzuteilen. Ja, bedeutet, ich schaue hier, wenn ich hier drei, vier oder fünf Balken Unterschied habe, dann sind das für mich schöne Trades. Gleich stark, ein oder zwei Balken Unterschied, die würde ich eher auslassen. Ich will schon wirklich einen deutlichen Unterschied haben. Mindestens drei, lieber sind mir vier oder fünf Balken Unterschied. Ja, wenn es ganz stark ist, sind sechs Balken, wenn es ganz schwach ist, ist ein Balken. So, diese zwei Seiten checke ich vorher ab. Das heißt, GBP/USD für einen Buy wäre zum Beispiel für mich sehr, sehr, sehr interessant, beziehungsweise alle anderen Währungspärchen mit USD oder CAD, die hier ganz, ganz, ganz schwach sind und die anderen, ja, mindestens vier oder fünf Balken, ist auf jeden Fall auch interessant erstmal zum Traden. So, warum erkläre ich euch das, beziehungsweise warum sage ich euch das? Wir haben die Tools, die uns natürlich diese Einstiegspunkte letztendlich genau ansagen, wann wir in so einen Trade reingehen. Man kann das natürlich aber noch ein bisschen verfeinern, ja, weil umso höher deine Trefferquote, umso mehr Geld wirst du letztendlich im Trading verdienen. Und wenn du mit zusätzlichem Hintergrundwissen weißt, wie der Markt gerade in welche Richtung läuft, für dich bessere Einstiegspunkte oder beziehungsweise Einstiegspunkte, die genau diesem Trend folgen, rausfinden kannst, dann wirst du am Ende einfach eine höhere Trefferquote haben. Motto ist sozusagen sehr, sehr, sehr oft bei, nicht sehr, sehr, sehr oft, also eigentlich überall im Trading, außer bestimmte Strategien, dass wir sozusagen immer mit dem Trend traden. Gibt es ein Sprichwort, the trend is your friend. Ja, das könnt ihr euch einfach schon mal merken. Wir wollen einfach mit dem Trend sozusagen halt traden, der Markt sozusagen uns gerade halt vorgibt. Das heißt, wenn wir jetzt in diesen Tools Signale für eine Abwärtsbewegung bekommen, dann wäre es schon sinnvoll, wenn der Chart halt auch eine Abwärtsbewegung andeutet. Wenn wir hier Signale für eine Aufwärtsbewegung kommen, wäre es schon cool, wenn der Chart uns auch eine Aufwärtsbewegung halt andeutet. Ja, so, lasst uns mal ganz kurz jetzt in den Simple Scalper reinschauen. Das waren jetzt erstmal die zwei wichtigen Sachen, die brauchen wir dann auch für Impuls. Ich erkläre es dann aber nicht nochmal, bloß deswegen habe ich es ein bisschen ausführlicher gemacht. Lasst uns mal kurz reinschauen, weil das Tool ist tatsächlich relativ simpel, wie der Name das schon sagt. Und wir haben letztendlich vier Punkte, die wir hier sozusagen halt durchgehen,
um dann einen Einstiegspunkt für uns zu finden. Wir haben hier oben, oder beziehungsweise wenn ihr sozusagen diese Seite jetzt seht, den Simple Scalper, ich mache es mal wieder ein kleines bisschen größer, so wie es am Anfang war, dann seht ihr sozusagen rechts an der Seite ein Alert Panel. Das bedeutet, das sind Signale, die wir bekommen, wo uns mögliche Einstiegspunkte angezeigt werden. Haben wir einen roten Balken hier, dann ist das ein Signal für eine Abwärtsbewegung. Haben wir einen grünen Balken, dann ist das ein Signal für eine Aufwärtsbewegung, für einen Buy sozusagen. Also rot ein Sell, grün sozusagen ein Buy. Ja, das ist soweit bestimmt erstmal klar. Dann haben wir hier oben verschiedene Timeframes, in dem wir sozusagen halt diese Signale bekommen. Es gibt M5, das bedeutet halt, wir sind im 5-Minuten-Chart. Eine so eine Kerze tut uns sozusagen die Bewegung des Charts oder des Währungspärchens innerhalb von 5 Minuten anzeigen. Wenn ich im M15 gehe, dann ist eine Kerze sozusagen halt 15 Minuten. Ja, das sind 15 Minuten, 15 Minuten, 15 Minuten, 15 Minuten. Umso größer der Chart wird, umso länger laufen am Endeffekt auch die Trades, kann man ungefähr halt so schon betiteln, beziehungsweise hat man einfach größere Wege, die man mit dem Trade sozusagen halt geht. Wir bevorzugen im Simple Scalper schon den M15. Ja, also das ist so das Timeframe, wo wir den Fokus darauf haben. Man kann schon auch im M5 traden. Ich würde den Fokus aber immer auf dem M15 nehmen. Ist meine Erfahrung auch die beste Trefferquote. Das heißt, wir drücken hier einfach auch auf M15 und haben dann auf der rechten Seite unser Alert-Panel. Ich kann mal ganz kurz die Seite aktualisieren. Jetzt haben wir es natürlich schon ein bisschen später am Abend. Kann es natürlich sein, im 5-Minuten-Chart haben wir Signale drin. Im 15-Minuten-Chart waren die letzten heute zum frühen Abend. Da haben wir jetzt gerade keine aktuellen Signale, ist aber auch gar nicht wild. Ich will euch da einfach bloß mal kurz das Ganze hier vorstellen. Also das heißt, wir sehen in diesem Alert-Panel hier unten, Time Ago, 4 Stunden, bedeutet, der Trade ist einfach, dieses Signal kam vor 4 Stunden. Wenn wir jetzt mal in hier jetzt 5-Minuten-Chart reingehen, sehen wir hier, dieses Signal kam jetzt sozusagen gerade vor 9 Minuten, vor 9 Minuten, das kam vor einer Stunde, vor einer Stunde, vor einer Stunde, vor einer Stunde, vor einer Stunde. Also man kann ungefähr sagen, am Tag kriegt man hier, keine Ahnung, 40, 50, 60, 70 Signale. Ja, und kann sich dann einfach da die besten Sachen raussuchen. Es ist jetzt nicht nur so, dass ja 3 Signale am Tag kommen und du musst irgendwie den ganzen Tag davor sitzen, sondern es kommen schon viele, viele, viele Signale, die wir letztendlich für uns nutzen dürfen. Das bedeutet, ihr habt jetzt gesehen, 15-Minuten-Chart, wisst, wenn ein roter Balken ist, ist es eher eine Abwärtsbewegung, ein Sell, den wir traden wollen. Wenn es ein Signal, was wir bekommen, dass der Kurs in die Richtung geht, wenn ein grüner Balken ist, dann sozusagen halt eher eine Aufwärtsbewegung. So, und jetzt haben wir 4 Punkte, die wir sozusagen benötigen, um für uns einen Einstiegspunkt zu finden. Wir haben als allererstes und mit am wichtigsten überhaupt dieses Tool, haben wir unsere Bollinger Bänder, nennen die sich. Die Bollinger Bänder, das ist einmal, oh, ich brauche mal eine andere Farbe, sehe ich gerade. Ich mache das Ganze mal schwarz, ist ein bisschen neutraler. Das ist einmal hier. Die rote Linie hier oben und die blaue Linie hier unten. Das sind unsere Bollinger Bänder. Was sagen uns diese Bollinger Bänder? Die Bollinger Bänder geben uns sozusagen, das ist einer der wichtigsten Indikatoren hier tatsächlich bei dem Simple Scalper. Wenn die Kerzen die Bollinger Bänder berühren, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr, sehr hoch, dass wir an diesem Punkt einen Umkehrpunkt sozusagen haben, in dem wir einen möglichen Einstieg für uns finden. Wir können das mal ganz kurz in den Chart jetzt hier mal so durchgehen. Wir sehen ja auf jeden Fall, wir haben einen relativ schönen Seitwärtstrend. Also wir sehen jetzt nicht, dass der Kurs extrem nach oben rennt oder nach unten rennt, sondern das ist eher ein Seitwärtstrend. Für alle, die sich schon im Trading ein bisschen auskennen, sagt man meistens immer beim Seitwärtstrend, das ist eine Konsolidierung, das lassen wir lieber aus, weil da wissen wir nicht, was der Trade jetzt machen will. Will er jetzt nach oben, will er jetzt nach unten, keine Ahnung. Da würden wir ja erst abwarten, bis wir Buy-Trigger, Sell-Trigger bekommen, um erstmal wieder in die richtige Richtung zu gehen und dann halt nach Einstiegen zu finden. Das Geile beim Simple Scalper, du kannst tatsächlich auch Seitwärtstrends traden, ja. Und man ist sozusagen halt da auch ein bisschen flexibler am Markt, um Einstiege letztendlich zu finden. Bedeutet, wenn ich jetzt hier beispielsweise mal in diesen Chart schaue, wo wir einen Candle Close
durch diese Bollinger Bänder hatten. Das heißt, Candle Close bedeutet halt einfach, dass dieser Kerzenkörper auch wirklich auf oder über beziehungsweise hier unter dieser Linie geschlossen hat. Wie wir es zum Beispiel hier sehen, es ist wieder orange, ich lasse es jetzt einfach orange, müsst ihr euch heute mit orange anfreunden. Dann sehen wir, was danach passiert ist, eine deutliche Abwärtsbewegung. Wir sehen hier in dem Bereich, dass wir sozusagen halt Bewegungen oder die Kerzendöchte unterhalb von dem blauen Bollinger Band haben und sehen eine Aufwärtsbewegung. Ja? Wir sehen beispielsweise, hier hinten gab es dann auch gar kein Signal mehr. Ach, hier gab es wieder ein Signal. Das ist das letzte Teil sozusagen. Hier gab es ein Signal. Die Kerzen sind schön wieder unter dem Band sozusagen halt drunter. Danach gab es eine Aufwärtsbewegung. Das heißt, immer wenn die Bänder berührt werden, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr, sehr hoch, dass der Trade an diesem Punkt einen Umkehrpunkt findet und wir sozusagen dann die neu eingeschlagene Richtung sozusagen halt mit traden. Ja? Also der erste Punkt, die Bollinger Bänder müssen sozusagen halt durchbrochen sein. Es muss ein Candle Close sozusagen erfolgen, wie wir das jetzt hier sehen. Hier ist sozusagen das Candle Close. Das muss außerhalb von dem Band sein. Die neue Kerze geht sozusagen auf und fängt an, wieder in das Feld reinzugehen. Hier das Candle Close über der Linie. Die neue Kerze geht dann sozusagen halt wieder dann in das Feld rein. Das Tool tut das übrigens automatisch machen. Sage ich, also ihr müsst euch das jetzt nicht merken. Ich will euch bloß erklären, dass ihr wisst, wie das Tool letztendlich funktioniert. Das ist nämlich das Schöne daran. So, das heißt, das ist unser erster Punkt. Wir sind durch die Bollinger Bänder durch mit einem Candle Close. Wenn das passiert ist, ist der erste Punkt schon mal erreicht, um ein Signal für ein Sell oder Buy zu bekommen. Der zweite Punkt ist unsere Stochastik. Die Stochastik, die seht ihr hier unten. Das ist das Fenster hier, wo sozusagen hier der Trade abgebildet wird und uns sozusagen halt verdeutlicht, ob wir gerade unterkauft sind oder überkauft im Markt. Das heißt, ob die Währung gerade viel verkauft wird oder ob die Währung gerade viel gekauft wird. Ja, wie der Wert sozusagen halt steigt oder fällt. Bei der Stochastik habt ihr hier unten so eine blaue gestrichelte Linie und ihr habt hier oben eine rote gestrichelte Linie. Wenn der Trade sozusagen unterhalb dieser blauen gestrichelten Linie ist, dann ist der unterkauft. Wenn der überhalb dieser roten Linie ist, dann ist der Markt überkauft. Warum ist das wichtig zu wissen? Wenn der Trade unterkauft ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr, sehr hoch, dass der sich in den Normalbereich reguliert und sozusagen eine Bewegung nach oben stattfindet. Wenn die Stochastik überkauft ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr, sehr hoch, dass der Markt sich nach unten in dem Bereich reguliert, Richtung unterkaufte Bereich und eine Abwärtsbewegung stattfindet. Und das könnt ihr ganz, ganz, ganz gut letztendlich hier an dem Chartbild gerade mitverfolgen. Wir fangen beispielsweise hier an. Wir sind überkauft. Das ist der Punkt. Was findet nach überkauft statt? Eine Bewegung nach unten. Das hat uns der Trade sozusagen mitgemacht. Dann sind wir hier unterkauft. Hier findet die Bewegung nach oben statt. Dann sind wir hier nicht wirklich wunderschön überkauft. Hier hätte man keinen Einstiegspunkt gesucht. Dann sehen wir wieder hier. Wir sind hier in dem Bereich unterkauft. Das ist sozusagen hier. Was findet danach statt? Eine Bewegung nach oben. Ja? Dann sind wir hier wieder überkauft. Was ist nach überkauft? Findet wieder eine Bewegung nach unten statt. Und so geht das sozusagen Tippeltabletour hin und her. Das heißt, der Markt pendelt permanent zwischen überkauften und unterkauften Markt hin und her. Deswegen haben wir immer diese Zickzack-Bewegung hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, ja, die du in jedem Trade sozusagen halt sehen wirst. So, egal, ob du einen Forex-Markt tradest, einen Kryptomarkt tradest, Aktien tradest und so weiter und so fort. Wir haben immer einen überkauften Bereich, einen unterkauften Bereich, in der Mitte sozusagen einen regulierten Bereich, wo der Markt sozusagen sich immer versucht hinzuregulieren. Wenn er unten ist, versucht er sich hoch zu regulieren. Wenn er oben ist, versucht er sich runter zu regulieren. Wir wollen als Einstiegspunkt genauso auch die Stochastik für uns nutzen. Bedeutet, wir hätten hier als Einstiegspunkt ja das Signal, dass wir durch die Bollinger Bänder sozusagen durchgebrochen sind und wollen ja jetzt im besten Fall eine Bewegung nach oben für uns mitnutzen, weil wir sind unten in dem blauen Bollinger Band. Blau steht für Buy, Rot steht für Sell. Wir sind in dem blauen Bollinger Band, wollen demzufolge eine Bewegung nach oben. Unsere Stochastik ist genauso unterkauft, was bedeutet, wenn es unterkauft ist, der Markt wird sich nach oben regulieren. Das heißt, es ist für uns der zweite Bestätigungspunkt,
den wir sozusagen halt für dieses Signal für uns nutzen, um in den Trade einzusteigen. Der dritte Punkt sind diese Volumenbalken, die ihr unten sozusagen seht. Die Volumenbalken geben uns sozusagen nochmal ein Zusatz, oder ist für uns ein zusätzlicher Indikator, der uns sozusagen sagt, wie sehr der Markt gerade gekauft oder verkauft wird, um es jetzt mal einfach sozusagen auszudrücken. Wenn wir eine Bewegung in dem Buy starten wollen, das heißt, wir wollen ja, dass der Markt steigt, wir wollen, dass viel gekauft wird, dann wollen wir zu dem Zeitpunkt, zu dieser Kerze, wo wir dann auch in den Trade sozusagen reingehen, dass demzufolge wir auch einen blauen Volumenbalken haben, dass wir wissen, okay, jetzt wird nicht viel verkauft, wenn es rot ist, sondern es wird viel gekauft, wenn der Volumenbalken hier unten sozusagen halt blau ist. Das heißt, das wäre unser dritter Bestätigungspunkt, dass wir für diesen Buy auch hier einen blauen Volumenbalken haben, der uns sagt, okay, let's go, jetzt wird wieder fleißig gekauft im Markt. Seht ihr hier beispielsweise genauso, wir haben dann unsere rote Kerze, da wollten wir eine Abwärtsbewegung, wir wollten in den Sell, das heißt, unser Volumenbalken sollte es demzufolge auch rot sein und wir wollen auch überkauft sein. Ja, das ist einfach bloß mal das gegensätzliche Beispiel für einen Sell und für einen Buy, also für eine Abwärtsbewegung oder für eine Aufwärtsbewegung. So, und jetzt ist es tatsächlich so, wenn diese drei Indikatoren stimmen, wenn wir durch die Bollinger Bänder durch sind mit einem Candle Close, wenn wir dazu unter- oder überkauft sind und die Volumenbalken dazu passen, dann gibt uns dieses Signal, und deswegen ist Simple Scalper halt Nameprogramm, gibt uns dieses Tool ein Signal, in dem wir in diesen Trade sozusagen einsteigen können. Und dieses Signal ist dieses kleine, süße Zielfernrohr, was uns sozusagen einen Einstiegspunkt deutlich macht, sodass wir jetzt gar nicht raussuchen müssen, wo gehe ich jetzt in den Trade rein und wo nicht, sondern ganz genau weiß, okay, crazy, hier ist für mich ein Einstiegspunkt angezeigt mit diesem Zielfernrohr und hier kann ich sozusagen genau, wenn der Trade sich sozusagen in dem Bereich gerade halt aufhört, also wenn ich gerade sehe, das Signal kommt und er ist gerade noch recht fresh hier dabei, sich nicht weit weg bewegt davon, dann öffne ich meinen C-Trader, Metatrader, was weiß ich auch immer, ja, und würde mir sozusagen halt den Trade in einem Buy für mich mitnehmen. Ja, mehr mache ich in diesem Tool am Ende gar nicht, um es einfach auszudrücken. Ja, ich gehe in mein Alert-Panel, schaue mir die Signale an, wenn ein neues Signal reinkommt, das heißt, es ist im besten Fall Time Ago, ein paar Minuten erst her oder ganz frisch, dann habe ich hier mein Visier und dann kann ich sozusagen tatsächlich schon in den Markt einsteigen, wenn ich vorher auch geschaut habe, und das ist einfach das, was die Trefferquote am Ende erhöht, haben wir hier auch ein Unterschied zwischen den Währungen von mindestens 3-4 Balken, damit wir auch wirklich deutlich in diese Richtung gehen. Ja, also mindestens 2, im besten Fall 3-4, sind gerade keine News. Und befinde ich mich entweder in einem Seitwärtstrend oder dann wirklich halt auch, wenn ich in den Buy gehe, in einen aufsteigenden Kurs oder wenn ich in den Sell gehe, in einen absteigenden Kurs sozusagen. Wir traden nie Gegensätzliches. Das heißt, wenn ich jetzt hier in dem Chartbild sehen würde, dass wir eigentlich gerade eine massivste Bewegung nach unten machen würden, dann würde ich jetzt nicht in diesen Trade hier reingehen. Ja, stell dir vor, die Kerzen würden sich so jetzt hier verhalten, würden hier runtergehen, würde ich nicht in diesen Trade reingehen, weil ich komplett gegen den Trend sozusagen das Signal mitnehmen werde. Ja, und das ist mir einfach das Risiko zu hoch, dass der nicht so viel Kraft hat, um eine schöne Bewegung nach oben sozusagen zu machen. Es wird trotzdem Signale geben, die auch das anzeigen, auch wenn der übergeordnete Trend eher das Gegenteilige anzeigt. Ich schaue einfach, dass ich entweder wirklich einen Seitwärtstrend habe, weil das können wir mit diesem Tool traden, oder tatsächlich eher auch einen aufsteigenden Trend, den ich dann sozusagen jetzt hier eingeben würde. So, wir haben jetzt hier unser Zielfernrohr und jetzt ist es natürlich wichtig, das wisst ihr, ihr habt alle schon mal Trades gesetzt, dass wir natürlich auch einen Stop-Loss und einen Take-Profit bestimmen müssen. Bedeutet, wir haben jetzt alles angeschaut, wir haben das Signal bekommen, wir haben gesehen, okay, der GBP ist auf jeden Fall stärker wie der NZD. Wir sind allgemein entweder jetzt im Seitwärtskurs oder in einem aufsteigenden Kurs, dann ist das für uns auch demzufolge ein Einstiegspunkt, den wir für uns mitnehmen können. Dann würden wir jetzt sozusagen in diesem Trade uns eine Position einzeichnen, um den Stop-Loss für uns sozusagen nochmal deutlich zu machen, damit wir dann auch genau wissen, was wir jetzt in unserer App eingeben. Das heißt, man kann hier an der Seite, das ist das siebte Symbol von oben,
eine Long- und eine Short-Position einzeichnen. Long-Position steht für einen Buy, Short-Position steht für einen Sell. Long-Position für einen Buy, wir wollen ja am grünen Balken bekommen, ein aufsteigendes Signal, einen aufsteigenden Kurs. Long-Position, hier bei dem Zielfernrohr ist jetzt sozusagen unser Einstieg. Und ihr seht jetzt, die Unterkante von dem roten wäre der Stop-Loss, die Oberkante von dem grünen wäre unser Take-Profit. Wir nehmen beim Simple Scalper immer die davorherige Kerze, den untersten Punkt bei einem Buy, ja, die vorherige Kerze, den untersten Punkt und geben dem Ganzen mal noch, ja, 3 Pips Puffer. Ihr habt es heute gesehen, wie wichtig ein Puffer ist, oder? Ich zeige euch dann gleich nochmal den Kribbel Euro USD, der uns heute um 0,1 Pips ausgebremst hat. 2-3 Pips Puffer, ja, vor der vorherigen Kerze, der unterste Punkt bei einem Buy, ja, weil wir wollen ja nicht wieder nach unten gehen, das wäre ja unser Stop-Loss. Deswegen ist der unterste Punkt von der vorherigen Kerze, wir würden hier reingehen, wo das Zielfernrohr ist, die vorherige Kerze ist diese Kerze, der unterste Punkt wäre sozusagen unser Stop-Loss und ich gebe da immer noch 2-3 Pips Puffer und dann seht ihr hier an der rechten Seite, wo unser Wert sozusagen liegt, was unser Stop-Loss ist und jetzt ziehe ich mir meinen Take-Profit so, dass ich sozusagen genauso viele Pips in den TP habe wie in den SL. Seht ihr hier bei der Long-Short, bei der Long- oder Short-Position ganz geil, Risk-Reward-Ratio, das heißt Chancen-Risiko-Verhältnis, wenn das bei 1 ist, dann bedeutet das, dass ich genauso viele Pips in den Take-Profit habe, wie in den Stop-Loss. Ja, also wir können genauso viel gewinnen, wie wir auch verlieren können. Und das ist dann hier drüben unsere grün markierte Zahl. Dann haben wir für uns ein Entry, wir haben die rote ist der Stop-Loss, wir haben das grüne ist für uns unser TP und wir würden, weil wir gesagt haben, wir wollen einen steigenden Kurs, eine steigende Bewegung mitnehmen, würden jetzt sozusagen in unserem C-Trader auf Buy drücken. Was wäre passiert? Innerhalb eigentlich schon fast der ersten 15 Minuten wäre ins TP gegangen. Ich denke mal so, ja, keine Ahnung, 20 Minuten hätten wir sozusagen einen TP-Hit hier tatsächlich gehabt. Tatsächlich wäre da noch ein bisschen weiter hochgegangen, aber wir wollen da auch gar nicht gierig sein. Das heißt, hier hätten wir innerhalb 20 Minuten hätten wir 1% Profit gemacht. Wenn ihr mit einem 100K-Konto sozusagen tradet, wären das 1.000 Dollar sozusagen halt gewesen, beziehungsweise 1.000 Euro. Das ist letztendlich das Tool. Wenn wir mal schauen, der NZD-JPY. Wir sehen hier, wir haben einen roten Balken, das heißt, wir wollen in den Sell sozusagen gehen. Wir würden jetzt schauen, dass der JPY stärker ist wie der NZD im besten Fall, weil wir wollen ja jetzt nach unten. Gucken uns den Chart an. Sind wir, wenn man jetzt mal, klar, wenn man es jetzt ganz, ganz, ganz groß betrachtet, mehr oder weniger auch in einem Seitwärtstrend. Wenn wir jetzt einfach mal, ich gucke mir meistens immer so die letzten 12 Stunden an, mehr braucht man da auch gar nicht machen, also jetzt nicht die letzten 5 Tage, sondern einfach den letzten halben Tag, sehe ich jetzt hier in dem Chart, wir befinden uns in einer Seitwärtsbewegung, ja, also es ist jetzt wirklich eine Range, wo ich mal kurze Ausschläge nach oben, aber genauso wieder nach unten auch hatte, von daher befinden wir uns ganz normal in einem Seitwärtstrend, das heißt, es wäre für uns auf jeden Fall ein Einstiegspunkt gewesen, den man hätte mitnehmen können, Bollinger Bänder sind sozusagen durchbrochen worden von den Kerzen, wir waren überkauft, wir hatten dann diesen Volumenbalken hier, der dann wieder rot geworden ist. Deswegen haben wir das Zielfernrohr bekommen. Das wäre unser Einstiegspunkt sozusagen gewesen. Diesmal eine Short-Position. Hier wäre unser Einstiegspunkt gewesen. Dann die vorige Kerze. Jetzt ist es der oberste Punkt, weil wir sind bei einem Sell. Das ist immer manchmal ein bisschen verwirrend. Ich weiß noch, wie es bei mir am Anfang war mit Sell und Buy und oben und unten. Wenn ihr vorher mal das in die Praxis umsetzt, dann versteht ihr das dann auch noch ein bisschen einfacher. Das ist am Anfang manchmal ein bisschen verwirrend. So, das heißt, die vorherige Kerze, der oberste Punkt, und dann nehmen wir noch 2-3 Pips einfach Puffer, wäre jetzt unser Stop-Loss gewesen und unser Take-Profit, wir machen es wieder Chancen-Risiko-Verhältnis von 1, wäre sozusagen genau an dem Punkt gewesen. Das heißt, hier wäre wieder kurz vorm TP gewesen, wäre nochmal kurz ein bisschen gedreht, bevor er richtig durchgeschoben wäre. Hätte man bei so einem Trade keinen TP gesetzt, sondern nur einen Stop-Loss, um sich abzusichern, man hätte vielleicht davor gesessen, weil man an dem Tag eh Langeweile hat und nichts Besseres vorhat, bevor man irgendeinen Blödsinn macht, lieber seinen Trade zuschauen, dann hätte man sozusagen halt auch seinen Stop-Loss hier manuell hinterherziehen können. Das macht man jetzt, ist nicht die Regel, das ist einfach bloß mal, was auch möglich ist, beispielsweise auch im Trading, wenn wir bei sehen, dass natürlich halt auch mehr Volatilität in dem Markt liegt, hätte man auch seinen Stop-Loss permanent hinterherziehen können und wir hätten, wenn wir es komplett ausgenutzt hätte, wäre jetzt unrealistisch, aber ich sag mal, ungefähr bis hierher
hätten wir knapp 3% mitgenommen. Das heißt, das wären dann nicht 1.000, sondern es wären 3.000, die wir mit dem Trade mitgenommen hätten, innerhalb von, das wären dann aber schon 2,5 Stunden. Denk mal, es ist auf jeden Fall trotzdem ein guter Stundenlohn, den man da letztendlich eingeht. Genau, das ist tatsächlich der Simple Scalper. Also die Sachen, die ich euch erklärt habe, macht das Tool alle automatisch, gibt uns hier rechts das Alert-Panel, rot für einen Sell, grün für einen Buy. Wir haben das Visier, das ist sozusagen unser Einstiegspunkt, den wir reingehen. Unser Stop-Loss ist unsere vorherige Kerze, bei einem Sell der oberste Punkt, bei einem Buy der unterste Punkt. Und dann geht es letztendlich da halt auch schon los, wenn man schaut News, wenn man schaut, wie ist die Währungsstärke, wenn man schaut, wie ist der allgemeine Trend. Das sind einfach so ein paar kleine Tipps. Und vielleicht noch so ein bisschen als zusätzlicher Tipp, umso stärker die Kerzen durch diese Bollinger Bänder durchstechen, umso größer ist der Pullback. Ihr seht es hier, wir haben diese Kerzen hier, seht ihr das hier unten, zeichne es mal ganz kurz ein, wie stark die hier nach unten durchgeschoben sind, umso krasser war sozusagen dieser Pullback, der jetzt nach oben gemacht hat. Wenn wir beispielsweise uns das jetzt mal hier anschauen, ich will mal kurz in eine andere Stelle von dem Chartbild mal ganz kurz gucken, wo wir vielleicht nur eine kleinere Bewegung hatten, genau. Wenn ihr beispielsweise seht, hier sind wir wirklich nur gerade so über das Bollinger Band durchgebrochen. Die Bewegung war eher ein bisschen kleiner. Hätte trotzdem für ein TP gereicht, aber war ein bisschen kleiner. Und immer wenn die Kerzen extrem krass durch diese Bollinger Bänder durchschießen, umso krasser ist der Pullback sozusagen diese Gegenbewegung. Das bedeutet für uns natürlich noch ein krasserer Einstieg, wo wir wissen, okay, ihr könnt am Ende vielleicht sogar noch ein bisschen mehr gehen. Und der zweite Punkt ist unsere EMA-Linie. Das ist jetzt einfach nochmal so ein Pro-Tipp, ja, den ich vom Silas hier mit kopiert habe, was tatsächlich wirklich halt auch der Fall ist. Wir haben hier eine lilane Linie hier drin, wenn ihr die seht. Das ist der Durchschnitt der letzten 200 Kerzen. Ja. Und wir wollen im besten Fall Einstiege für uns finden, wo diese 200er EMA-Linie genau durch unser Chartbild durchgeht. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, weil wir sonst immer sagen, wir wollen weg von der EMA-Linie traden. Beim Simple Scalper ist es für uns von Vorteil sogar, wenn die EMA-Linie direkt durch unser Chartbild letztendlich durchgeht, weil dann der Trade mehr Bewegung oberhalb, unterhalb letztendlich sozusagen halt macht. Wenn wir überhalb der EMA-Linie sind, dann sehen wir Folgendes, dass die EMA-Linie mehr oder weniger unser Puffer ist. Heißt, wir sind hier an die EMA-Linie dran. Was ist passiert? Danach ist er nach oben gegangen. Wir sind hier an die EMA-Linie, danach ist er wieder nach oben gegangen. Das ist für uns so eine Barriere sozusagen gewesen. Bedeutet natürlich auch immer ein Abprallpuffer, wo der Trade auch wieder zurückkommen kann. Wenn die EMA-Linie direkt in der Mitte unseren Chart sozusagen durchschneidet, dann haben wir sozusagen Folgendes. Ich gucke jetzt einfach mal, dass ich das so ein kleines bisschen hier mal, ist jetzt nicht das beste Beispiel, aber ihr könnt es sehr, sehr, sehr gut halt auch hier drin einfach auch sehen. Wenn die EMA-Linie unser Chart sozusagen schneidet, dann haben wir einfach viel größere Bewegung, die der Trade macht. Wenn wir die EMA-Linie unterhalb oder überhalb haben, dann sehen wir haben kleinere Bewegungen, die der Trade sozusagen macht. Ja, seht ihr den Unterschied? Nochmal ganz kurz, hier EMA-Linie drunter, kleinere Bewegung, EMA-Linie dazwischen, größere Bewegung. Ja, einfach nur mal als Tipp, wenn ihr schon beispielsweise vielleicht auch schon dabei seid, den Simple Scalper auch schon kennt, da mal mit drauf zu achten, dass ihr da nicht Angst haben müsst im Simple Scalper, wenn die EMA-Linie dazwischen kreuzt. Das ist sogar eher vom Vorteil im Simple Scalper. Yes. Das erstmal zu unserem Simple Scalper. Wir können mal ganz kurz mal durch die Signale durchgehen. Wir haben uns jetzt ja gerade mal zwei Signale angeschaut. Das war der GBP-AUD. Der kam sozusagen für ein Buy-Signal. Wir sehen hier, hier wären wir rein. Hier war unser Stop-Loss. Hier war unser TP. Der hätte sogar, keine Ahnung, 3-5% beispielsweise halt gemacht. Das ist der AUD-CRF. Hier wären wir rein. Das wäre unser Stop-Loss. Hier unten wäre unser TP gewesen. Ja, das sind jetzt einfach mal bloß die letzten 4-5 Signale. So, ich habe gehofft, dass ich jetzt auch mal einen Stop-Loss finde. Das ist tatsächlich auch ein Stop-Loss, der AUD-CAD. Ja, also das Signal, das Programm ist natürlich gerade keine 100%-Quote. Deswegen ist es ja wichtig, dass wir News checken, dass wir die Währungsstärke checken, dass wir den Chart uns da halt auch Step-by-Step immer ein kleines bisschen anschauen. So, das heißt, hier hätten wir einen Sell getradet. Und jetzt frage ich euch mal ganz kurz,
Hättet ihr diesen Trade, wärt ihr hier eingegangen in einen Abwärtsbewegung, in einen Sell, wenn ihr hier das Zielfernrohr gehabt hättet, wärt ihr in den Trade reingegangen, ja oder nein? Schreibt es mal ganz kurz in den Chat. So, warum wärt ihr nicht in den Trade reingegangen? Der Trend ist steigen. Das ist der Fall. Ja, das heißt, den Stop-Loss, den uns das Programm hier angezeigt hätte, hätten wir gar nicht mitgenommen. Ja, weil der Trend sozusagen aufsteigend ist und ich hätte hier nicht kein Sell getradet, weil ich mit dem Trend traden will, hätte uns demzufolge halt auch hier recht gegeben. Genau. USD-JPY, genau das Gleiche. NZD-JPY, oh, hier haben wir schon viel eingemalt. Genau, das war ja vor uns, was wir gemacht haben. Wäre auch in den Buy gegangen. Wir können mal ganz kurz in den 5-Minuten-Timeframe reingucken, was der sozusagen gerade macht. Da haben wir ein Sell-Signal bekommen vor 8 Minuten. Das sehen wir, der ist gerade auf dem besten Weg, in den TP zu laufen. Wir haben den CRF-JPY für ein Buy-Signal. Der ist hier auch ins TP schon gelaufen. Das hätte eigentlich reichen müssen für 1%. Und wir hätten den Cut-JPY, der auch gerade deutlich ins TP dann gleich gelaufen ist, innerhalb von den ersten 5 Minuten. Ja, also ganz kurz nochmal zusammengefasst. Wir gehen einfach rein ins 15-Minuten-Chart, haben unsere Signale, haben unser Alert-Panel, haben sozusagen mit dem Visier unser Einstiegspunkt, wo wir in den Trade reingehen, schauen uns sozusagen die Währungsstärken an, schauen uns an, ob News sind, gucken an, was haben wir gerade für einen Trend. Wenn alles sozusagen passt, nehmen wir einfach unseren C-Trader. Dieses Visier ist unser Einstiegspunkt. Im besten Fall ist der C-Trader der Wert, wenn ihr auf dieses Währungspärchen geht, jetzt zum Beispiel NZD-JPY, genau da, wo das Visier gerade auch noch ist, also der Trade noch nicht großartig losgelaufen. Ich habe jetzt gerade keinen aktuellen Trade, sonst hätte ich euch das mal live vorgeführt. Dann geben wir unser Stop-Loss, unser Take-Profit ein, drücken auf Sell, drücken auf Buy und der Trade würde sozusagen halt laufen. Ja, es klingt am Anfang erst ein bisschen komplizierter. Ich wollte euch einfach auch mal erklären, wie das Tool überhaupt funktioniert. Das macht sozusagen das Analysieren für uns selbst. Aber ich finde es geil, wenn man auch weiß, warum diese Signale überhaupt kommen, um den Markt auch besser zu verstehen und nicht nur wie eine Maschine oder wie so ein Roboter die Signale aufzunehmen, okay, Sell oder Buy, sondern einfach auch mal zu wissen, was geht überhaupt ab am Markt. Und umso mehr du das weißt, umso mehr Marktverständnis man aufbaut, umso eine höhere Trefferquote wirst du einfach haben. Ja, weil es soll am Ende nicht nur gehen, die Programme, Tools für dich arbeiten zu lassen. Die sind geil, die werden die Trefferquote extrem erhöhen, die werden extrem dafür sorgen, dass du Zeit sparst, sondern auch allgemein zu wissen, wie die Märkte funktionieren, so ein Gefühl dafür zu entwickeln. Das wird nicht von heute auf morgen kommen, aber wenn das kommt, das Marktverständnis immer größer wird, umso eine höhere Trefferquote haben wir eigentlich auch. So, jetzt habe ich 14 Minuten zu lange zur Simple Scalper gesprochen. Wenn der Zoom ein paar Minuten länger geht und ihr raus müsst, weil ihr morgen früh auf Arbeit müsst oder, wir zeichnen auf, wir können ihn später einfach anschauen, aber ich will euch das lieber ein bisschen genauer erklären, nicht, dass danach wieder jemand sagt, es wurde nur die Hälfte erklärt, ja, das ist wie gesagt für jeden, was dabei ist. So, habt ihr Fragen zum Simple Scalper? Ich dachte gerade, wir setzen den Trade und ich bin komplett ins Minus. Was denn für ein Trade? Eigentlich haben wir keinen Trade gerade gesetzt oder habe ich was verpasst? Okay, wenn du nichts checkst, ist auch überhaupt gar nicht schlimm, ja. So ging es mir bei meinem allerersten Call auch, ja. Es ist überhaupt gar nicht wild. Das ist auch mehr Hintergrunderfahrung, die ich euch hier auch noch ein bisschen mitteile, auch in technische Sachen, weil wie gesagt, es wurde sich gewünscht, auch ein bisschen mehr in diese Trading-Welt auch einzutauchen, deswegen auch ein paar Sachen, die du eigentlich gar nicht wissen musst, um das Tool zu nutzen. Wir haben dann Erklärvideos, da wird dir das Simple Scalper in 15 Minuten erklärt und weiß ganz genau, wie du es umsetzen musst. Ja, es ist einfach bloß mal noch ein kleines bisschen mehr, dass man einfach weiß, was diese Tools für uns machen, was diese hochentwickelten Algorithmen im Hintergrund für uns machen, um uns dann sozusagen diese Einstiegspunkte zu nennen. Wie viel Lot wird am meisten eingesetzt? Die Lot besteht ja letztendlich, berechnet sich ja daraus, wie viele Pips ich zum Stop-Loss habe. Ja, das wird dann auch in Videos in der Akademie erklärt, wie man die Lot-Zahl ausrechnet. Das heißt, umso mehr Pips ich habe, umso kleiner wird meine Lotzahl, ja, umso weniger Pips ich zum Stop-Loss habe, umso größer wird meine Lotzahl. Die ist immer variabel, weil wir wissen ja nie, du hast ja immer einen unterschiedlichen Abstand von dem Visier bis zu dem obersten oder untersten Punkt der letzten Kerze. Auf welche Kerze übereinstimmt die Stochastik? Nee, also tatsächlich die Stochastik macht das Tool für uns letztendlich da auch selber. Also wenn die Stochastik nicht stimmen würde, dann würden wir auch das Visier nicht bekommen. Ja? Es kann nämlich deshalb auch manchmal sein, dass wir hier durch
die das Bollinger Band durch sind, wie ihr es hier seht auf der linken Seite, wo ich gerade mit meiner Maus hier so drüber wische ganz wild, haben aber kein Visier dort bekommen, weil wir beispielsweise nicht unterkauft waren. Hier waren wir jetzt unterkauft, das ist einfach bloß mal als Beispiel. Wenn der zu dem Zeitpunkt nicht unterkauft ist, sondern vielleicht nur knapp drüber, dann würden wir auch kein Visier bekommen. Das heißt, die Stochastik, die Bollinger Bänder, die Volumenbalken, alles, was ich euch jetzt hier so technisch erklärt habe, macht das Tool für uns alleine. Wir müssen nur nach dem Signal schauen, wo unser Visier ist, legen unser Stop-Loss, Take-Profit fest und dann gehen wir sozusagen halt in diesen Trade rein. Genau, wenn das Visier da ist, dann könnt ihr in die Trades sozusagen halt reingehen. Wie viele Trades setzt du am Tag und wann? Ich bin tatsächlich jemand, der wenige Trades setzt. Ja, es gibt auch mal Tage, da setze ich gar keinen Trade, weil ich suche mir immer eher die raus, die dann halt auch wirklich so ein bisschen Leckerbissen sind, wo man ein bisschen mehr rausholen kann, wo die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist. Am Anfang habe ich ganz, ganz viele Trades gesetzt, um einfach so das Gefühl dafür zu bekommen. Teilweise jetzt wirklich eins, maximal zwei Trades am Tag. Mehr setze ich gar nicht. Weil wenn ein Trade aufgeht, hast du 1% gemacht, ist doch alles tippitoppi. Was bedeutet die ganz untere Linie? Das tatsächlich auch wie eine Art Stochastik, was ich euch gerade erklärt habe. Also es hat auch was damit zu tun, wie ist der Markt gerade, wie wird gerade viel eingekauft, verkauft. In der Richtung ist aber jetzt für uns nicht ganz so wichtig für den Simple Scalper. Niemals Strategien vermischen, auf jeden Fall wichtig, ja. Den Simple Scalper kann man tatsächlich aber dafür nutzen, um Einstiegspunkte zu finden, die man, und jetzt kommen wir zu unserem anderen Programm, auch im Impuls für sich auch abchecken kann. Weil teilweise haben wir wirklich durch den Simple Scalper Einstiegspunkte, die wir in einem anderen Tool auch für uns nehmen können. Simple Scalper und Impuls fungieren ganz gut sozusagen halt auch miteinander, wo man das mal abchecken kann. Prinzipiell ist aber richtig, was Sandy geschrieben hat, tun wir keine Strategien und Tools miteinander vermischen. In dem Fall kann man aber oft einen guten Einstiegspunkt letztendlich dadurch finden, den man vielleicht sonst nicht gesehen hätte. Aber dann würde ich jetzt nicht unbedingt in den Impuls-Tool rein, sondern ich würde einfach den Trade, wenn der hier geil aussieht, den einfach hier halt auch in dem Tool da auch mitnehmen. Also der Simple Scalper ist an sich auch schon ein geiles Tool, ohne dass ich jetzt irgendwas dazu brauche. Das wird mir heute zu viel. Den zweiten Teil schaue ich mir morgen an. Sehr, sehr, sehr gern. Ja, ich habe gesagt, ich mache es heute ein bisschen auch ausführlicher, dass wir heute auch mal hier ein bisschen die Trading Pros da auch auf ihre Kosten kommen und starten jetzt direkt mit unserem Impulsteil. Wird Zeit zum Impuls. So sieht's aus. Alright, seid ihr noch ready? Ansonsten macht mal kurz ein paar Liegestütze oder holt euch was Kleines zum Trinken. Oder wenn ihr kurz eine Pinkelpause braucht, schreibt es kurz in den Chat, dann machen wir 30 Sekunden Pause und dann, okay, ihr seid ready, ich merke, ihr habt Lust. Alright, Freunde, Simple Scalper. Ich habe den gar nicht so simpel erklärt, wie ich eigentlich wollte, aber jetzt weiß jeder, wie er funktioniert. Also wenn ihr den benutzt, ist es wirklich simpel. So, Impuls ist tatsächlich die am meisten genutzte Strategie oder das am meisten genutzte Tool der IM Academy weltweit, ja. Das ist letztendlich ein Tool, wo wir sozusagen mit, wie wir es gerade schon besprochen haben, einem Trend traden und uns mit Hilfe der Stochastik Einstiegspunkte aussuchen, der sozusagen die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr, sehr hoch ist, dass wir dann genau in diese Richtung sozusagen unsere Trades mit, unsere Trades sozusagen halt auch aufgehen und die Profits halt auch mitnehmen. Wenn wir unser Impuls öffnen, ist genau derselbe Weg. Man geht auch wieder in diese Strategien, geht dann diesmal auf TPX und drückt auf Impuls drauf. Dann haben wir sozusagen hier unser Programm. Das sieht ein bisschen anders aus wie jetzt der Simple Scalper, aber die Tools sehen mehr oder weniger alle so ein kleines bisschen ähnlich aus, haben aber verschiedene Indikatoren sozusagen für uns, auf die wir sozusagen halt achten, um für uns diese Einstiegspunkte letztendlich rauszufinden. Wir öffnen das Impuls-Tool und haben, wie auch beim Simple Scalper, rechts ein Alert-Panel und wir haben hier die verschiedenen Timeframes. Beim Impuls sind wir immer im M5, also im 5-Minuten-Chart unterwegs. So, drückt man an, 5-Minuten-Chart. Die zweite Einstellung, die man sozusagen für sich macht, ist hier unten, ist meistens auf A bis Z gemischt. Das heißt, da habt ihr eure ganzen Forex-Währungspärchen von A bis Z gemischt. Wir tun es immer auf die Stärke einstellen, weil das ist das, worum es letztendlich auch geht. Das erkläre ich euch gleich. So, und dann habt ihr im Impuls verschiedene Möglichkeiten. Ich trade Impuls vorrangig wirklich nur den Forex-Markt. Wir können im Impuls
aber auch beispielsweise Metals, also Metalle, Gold, Silber traden, beispielsweise aber auch Öl. Wir können Kryptowährungen mit Impuls traden, wie beispielsweise Bitcoin. Wir können Indizes traden, also Aktienindexe. DAX habt ihr wahrscheinlich schon mal irgendwann mal in den Nachrichten gehört. Und wir können aber auch Aktien traden mit Impuls. Ja, also das ist ein sehr, sehr, sehr vielseitiges Tool. Ich nutze es zu 99,9% für den Forex-Markt. So, dann haben wir sozusagen hier rechts jetzt nicht ein sogenanntes Alert-Panel, was uns jetzt Signale permanent sozusagen gibt, wo wir Einstiegspunkte wie im Simple Scalper haben, sondern wir müssen uns im Impuls unsere Einstiegspunkte selber raussuchen. Haben aber dafür verschiedene Indikatoren, die uns letztendlich dabei helfen, einen guten Einstiegspunkt zu finden. Wir haben hier in diesem Alert-Panel Stärken angezeigt. Ja, strange bedeutet Stärke. Umso größer die Stärke, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Trade tatsächlich auch in diese Richtung gehen wird. Das heißt, wir haben hier eine Anzeige für den Trend. Der Trend zeigt hier nach oben, deswegen ein grüner Pfeil. Ich gehe mal kurz runter, wo wir was Rotes haben. Wir haben einen grünen Pfeil für den Trend, dass er nach oben geht. Wir haben einen grünen Pfeil für die Stärke, dass er nach oben geht. Und wir haben die Stärke dahinter. Das heißt, es wird tendenziell eine Aufwärtsbewegung stattfinden. Oder beim USD/JPY haben wir links einen roten Balken, das heißt, es ist eher gerade ein absteigender Trend. Der Trend ist ein roter Pfeil, zeigt nach unten und die Stärke ist auch ein roter Pfeil, zeigt nach unten. Das heißt, wir würden hier sozusagen eher Sell-Einstiege für uns suchen, um die Abwärtsbewegung mitzutraden. Ja, also ihr wisst ja hier, grün ist für Buy, für aufsteigend und rot ist sozusagen für Sell, für absteigend. Seht ihr ja ganz klar an den Charts, rot, der Kurs, der Chart geht gerade nach unten, grün, der Chart geht eher sozusagen halt nach oben. So. Wir suchen uns im Impuls immer die Währungspärchen raus, die die größte Stärke haben. Man sagt rein theoretisch, ab 30 kannst du anfangen, Einstiege zu finden. Ich bin eher immer ein Freund davon, mindestens 40, 50, 60. Über 60 ist crazy, weil umso größer die Stärke wird, umso krasser wird natürlich halt auch unsere Trefferquote, die wir tatsächlich auch haben. Also mindestens 30, ich habe es lieber 40, 50 oder 60er Stärke, die uns sozusagen hier angezeigt wird. Wenn man das nach der Stärke hier sortiert, hat man ein Ranking, dass einem sozusagen immer die stärkste Währung ganz oben angezeigt wird. Das ist dann wie so Bundesliga-Tabelle, Live-Spielstand. Die stärkste Währung steht immer ganz oben. Das heißt, die können sich auch mal hin und her tauschen. Und ich weiß immer, was gerade das stärkste oder das Währungspärchen mit der größten Volatilität, die am intensivsten in eine Richtung geht, gerade im Forex-Markt beispielsweise in dem Beispiel jetzt ist. So. Jetzt habe ich hier mein Alert-Panel, habe jetzt den GBP-USD, habe eine Stärke von beispielsweise 50 und habe einen guten Trend. Das ist für mich der erste Einst oder der erste Punkt, wo ich sozusagen halt nach Einstiegen suche. So, der zweite Punkt ist, dass ich hier genauso auch das Chartbild betrachte. Und jetzt will ich euch mal ganz kurz was aufzeichnen. Ich bin nämlich ein richtig guter Zeichner, um euch mal kurz zu zeigen, nach welchen Bewegungen ich jetzt am Markt suche, wie das Chartbild aussehen muss für einen Buy, für eine aufsteigende Bewegung. Und zwar sollte das so aussehen, wie eine Schneckenbewegung, eine Aufwärtsbewegung, kurz nach unten korrigiert, erinnert euch, überkauft, underkauft. Aufwärtsbewegung mit einem neuen Higher High, kurz nach unten korrigiert. Aufwärtsbewegung mit einem neuen Higher High, kurz nach unten korrigiert. Aufwärtsbewegung mit einem neuen Higher High. So sollte für mich eine Aufwärtsbewegung aussehen, im besten Fall das Chartbild. Und wenn ich in einen Sell traden möchte, in einen Abwärtstrend, dann möchte ich diese Schneckenbewegung nicht nach oben, sondern nach unten. Das heißt, ich will wieder neues Lower Low, kurz nach oben korrigieren, neues Lower Low, kurz wieder nach oben korrigiert, neues Lower Low. Ich habe das letzte Mal was gemalt, da sah das am Ende aus wie Brüste, aber ich lasse es diesmal nicht, dass es dann die ganze Zeit im Chat nur darum geht. So, also das heißt, so soll eine aufsteigende Bewegung aussehen, so soll eine absteigende Bewegung im besten Fall aussehen, um die bestmöglichsten Einstiege für uns zu finden. Was wären jetzt tatsächlich in diesen Bewegungen unsere Einstiege? Genau diese Punkte bei einem Buy, weil wir gesagt, wir traden immer nur mit dem Trend, wir wollen dann immer nur die Aufwärtsbewegung sozusagen mitnehmen. Und in einem absteigenden oder in einem fallenden Trend, in einem bearischen Momentum, sind das sozusagen unsere Einstiegspunkte. Ah, jetzt weiß ich wieder, wie ich auf die Brüste kam. Ich glaube, irgendwie so.
So, und wollen sozusagen immer die ab- oder die fallenden Bewegungen sozusagen halt mitnehmen, ja, wenn der Kurs nach unten geht. So, und das Ganze gucken wir uns sozusagen in den Chartbildern jetzt einfach mal an. Gucken mal, jetzt ist natürlich kurz vor Börsenschluss, eine halbe, dreiviertel Stunde vorher, da ist jetzt der Markt eh ein bisschen müder, ein bisschen träger unterwegs. Das heißt, jetzt aktuell werden wir wahrscheinlich genau sowas finden wie jetzt. Da bereitet sich der Markt gerade drauf vor, gleich higher zu machen. So, ich zeige euch das jetzt aber mal ganz kurz, wie es beispielsweise in der Tat aussehen könnte. Ja, ist natürlich jetzt nicht immer genauso, wie ich es jetzt gerade aufgemalt habe, aber ungefähr. Wenn wir uns jetzt mal den angucken, den GBP-USD, und gucken uns jetzt mal die Bewegung an, die der hier gemacht hat. Wir haben ein neues Higher High, kurz nach unten korrigiert. Wir haben hier ein neues Higher High, kurz nach unten korrigiert. Wir haben hier ein neues Higher High, nach unten korrigiert. Kommt euch das gerade bekannt vor? Sieht ungefähr so aus, wie das, was ich euch gerade aufgemalt habe, oder? So, und jetzt suchen wir uns tatsächlich hier unsere Einstiegspunkte. Ein Einstiegspunkt wäre beispielsweise hier, Einstiegspunkt wäre beispielsweise hier. Oder ein Einstiegspunkt wäre beispielsweise jetzt hier. Ja? Und jetzt sagt uns sozusagen unser Tool, ob dieser Einstiegspunkt gerade Sinn macht oder ob das gerade nicht so viel Sinn macht. Und das gucken wir uns jetzt einfach mal kurz in der Tat gemeinsam an. Und zwar, ich mache das mal einfach ganz kurz wieder weg und zeige euch jetzt mal, wie das Impulstool tatsächlich funktioniert. Also das ist jetzt einfach bloß einleitend gewesen. Guck mir natürlich auch die News an, guck, wie Währungsstärkeunterschiede sind, um hier einfach schon mal mir die bestmöglichsten Währungspärchen anzuschauen. Ich weiß natürlich, wenn ich hier angezeigt bekomme, dass der GBP extrem stark ist und der USD extrem schwach ist, dann wird das teilweise auch das Währungspärchen sein, was ganz oben hier in der Tabelle mit drin steht. Das heißt, das schaue ich mir letztendlich an. Und jetzt gibt es tatsächlich drei Punkte, die wir hier prüfen, um für uns einen perfekten Einstieg letztendlich zu finden. Der erste Punkt, oder beziehungsweise bevor ich diese drei Punkte eingehe, ist noch ein ganz wichtiger Punkt, bevor ich den vergesse, zur Vervollständigung. Ich schaue einmal übergeordnet im Stundenchart, einmal ganz kurz einen Klick drauf, wo der sich gerade im Stundenchart befindet. Und wenn der sich im Stundenchart genauso in einem aufsteigenden Kurs befindet, über unserer blauen EMA-Linie, da sage ich gleich noch was dazu, und noch nicht oberhalb von dieser grauen Wolke ist, das sage ich dann gleich zum Schluss nochmal, das ist mein kleiner Top-Tipp sozusagen dazu, ja, dann ist das für uns einfach eine kurze Bestätigung, okay, wir sind übergeordnet wirklich in einem Aufwärtstrend. Eine Momentaufnahme von diesem Aufwärtstrend ist jetzt der 5-Minuten-Chart. Okay, passt auf jeden Fall für uns. Also wir sind definitiv im aufsteigenden Trend unterwegs. Dann gucke ich mir jetzt sozusagen diesen Trade hier an und muss tatsächlich nur drei Punkte für mich überprüfen, um zu wissen, ob ich einen Trade für mich eingehe oder nicht. Und zwar der erste Punkt bei Impuls. Und so funktioniert letztendlich das Tool. Der erste Punkt ist die EMA-Linie. Ja, das ist genauso auch wieder die 200er EMA-Linie. Das ist der Durchschnitt der letzten 200 Kerzen. Wenn wir oberhalb der blauen Linie sind, dann sind wir in einem bullischen Momentum. Also das heißt, wir sind in einem aufsteigenden Kurs. Gibt für uns die Bestätigung, bei Trades sozusagen mitzutraden. Wenn wir über dieser EMA-Linie sind, ist die EMA-Linie blau. Wenn wir, okay, das ist ein schlechtes Beispiel, wenn wir unterhalb der EMA-Linie sind, dann ist die EMA-Linie rot. Ja? Wenn wir, jetzt gehen wir wieder zurück in unseren GBP-USD. Überhalb der EMA-Linie sind, haben wir einen aufsteigenden Trend. Deswegen haben wir sozusagen hier auch einen grünen Balken. Wenn wir unterhalb der EMA-Linie sind, wenn die rot ist, haben wir hier auch einen roten Balken. Ja? Also weiß ich schon mal, wenn ich hier in den GBP-USD reingehe und habe einen aufsteigenden Trend und einen grünen Balken hier davor, dann kann meine EMA-Linie auch nur blau sein und ich kann nur drüber sozusagen sein. Das heißt, das ist für mich ein Punkt, den muss ich gar nicht prüfen, weil der erübrigt sich allgemein schon. Das heißt, hätten wir schon mal einen ersten Punkt abgehakt, der eigentlich gar nicht zu prüfen ist, aber einfach wichtig zu wissen. Okay, wir sind im aufsteigenden Kurs, EMA-Linie ist blau. Erster Punkt. Der zweite Punkt sind sozusagen unsere rote und blaue Linie, die ihr jetzt hier seht. Und Achtung, das sind jetzt keine Bollinger Bänder, wie man es jetzt aus dem Simple Scalper kennt, sondern das sind sozusagen halt Momentum-Linien für uns, die uns ganz klar zeigen, in welche Richtung der Trade gerade Lust hat zu laufen. Bedeutet, wir sehen hier
ein blaues Band und wir sehen hier ein rotes Band. Seht ihr das? Da, wo das blaue Band ist, geht der Kurs hin. Das heißt, wenn wir der blaue über dem roten ist, haben wir eine aufsteigende Bewegung. Ja, wir sehen hier ganz klar blau über der roten Linie. Wir haben eine aufsteigende Bewegung. Wenn das blaue Band unterhalb der roten geht, wie ihr das zum Beispiel hier sehen könnt, ja, dann kreuzt sich das Ganze und dann ist rot auf einmal drüben und ist die blaue unten, dann haben wir sozusagen eher eine fallende Bewegung. Ja, ihr seht das auch ganz gut. Blaue Linie ist unterhalb der roten Linie. Wir haben einen fallenden Kurs. Blaue Linie ist oberhalb der roten Linie. Wir haben einen steigenden Kurs. Das heißt, das ist für uns der zweite Punkt, den wir sozusagen halt abchecken. Wo ist die blaue Linie? Wenn ich in einem Bullischen, also in einem Buy sozusagen reingehe, möchte ich, dass die blaue Linie drüber ist. Wenn ich einen Sell reingehen will, will ich, dass die blaue Linie unterhalb der roten ist. Ja, das ist der zweite Punkt, den ich abchecke. Und der dritte Punkt ist unsere Momentum-Anzeige, beziehungsweise 3 von 4. Der dritte Punkt ist unsere Momentum-Anzeige. Das ist sozusagen das, was ihr hier unten seht. Wir haben hier einmal ein rotes Kästchen oder ein rotes Feld und wir haben ein blaues Feld. Das rote Feld ist das bearische Momentum. Bearish bedeutet, wir haben einen fallenden Kurs. Ja, wie wir es zum Beispiel hier sehen, ist im roten Bereich. Der Trade geht nach unten. Und wenn wir beispielsweise hier sehen, wir sind im blauen Bereich, der Kurs geht sozusagen halt nach oben. Ja, blau bedeutet bullish, rot bedeutet bearish. Und das gibt uns nochmal die Bestätigung dafür, wenn ich in den Buy gehen will, dann soll der blau sein. Wenn ich in den Sell gehen will, dann soll der hier sozusagen halt im roten sein. Das sind die Indikatoren, die wir im Impuls haben. Also ich habe tatsächlich 3 Indikatoren. Ich habe die EMA-Linie, ich habe die rote und die blaue Linie und ich habe unser bearisches und bullisches Momentum. Das sind 3 Faktoren, die ich sozusagen halt für mich abchecke, um einen Einstieg zu finden. Und der letzte Faktor, und den haben wir gerade schon ausführlich im Simple Scalper besprochen, deswegen will ich das jetzt nicht nochmal so krass erklären, ist tatsächlich unsere Stochastik. Das heißt, wenn wir in den Buy gehen wollen, bedeutet das wieder, wir wollen Punkte haben, die unterkauft sind. Ja? Und wenn wir in den Sell gehen wollen, dann wollen wir wieder Punkte haben, die überkauft sind. Ja, das wisst ihr noch vom Simple Scalper. Weil wenn Unterkauf, Bewegung nach oben, Überkauf, Bewegung nach unten. Und jetzt zeige ich euch, wie man mit dem Wissen von diesen 3 Indikatoren und der Stochastik für sich hier einen perfekten Einstiegspunkt findet. Wir haben ja gesagt, von unserer Schneckenbewegung, dass wir hier einen möglichen Einstieg hätten, dass wir hier einen möglichen Einstieg hätten und dass wir 1, 2, beispielsweise hier einen möglichen Einstieg für uns hätten. Und jetzt gucken wir uns einfach mal diese 3 Einstiegspunkte für uns an, mit dem Wissen, was wir jetzt haben, mit den Indikatoren. Wir würden jetzt hier reingehen, haben beispielsweise einen Trend, eine gute Stärke, sind jetzt hier in dem ersten Kreis unterwegs und sehen jetzt beispielsweise, okay, geil, Stochastik ist unterkauft, ist für uns gut. Die blaue Linie, oder fangen wir mal so rum an, sorry. Die blaue Linie ist über der roten Linie, zeigt, okay, es ist bullish für uns, es soll in dem Buy weitergehen. Wäre für uns die erste Bestätigung gewesen, blaue Linie über der roten Linie. Zweite Bestätigung wäre hier unten. Und was wir jetzt hier sehen, ja, ich weiß nicht, ob ihr es seht, wenn ihr mit dem Handy drin seid, müsst ihr ein bisschen ranzoomen. Seht ihr hier unten, dass wir hier im bearischen Momentum drin sind, dass wir hier in dem roten Feld hier unten drin sind, heißt, hier hätten wir keine Bestätigung für einen Einstieg, zumindest nicht an dem Punkt, wo die Stochastik unterkauft war. Mit der nächsten Kerze, die sozusagen halt nach oben gegangen ist, ja, hätten wir sozusagen für uns einen Einstiegspunkt gehabt, aber hier wären wir einfach nicht im bullischen Momentum, sondern im bearischen Momentum. Das heißt, das wäre primär, um es jetzt mal ganz einfach zu beschreiben, für uns jetzt erstmal noch nicht ein Einstieg gewesen, wo wir in den Trade reingegangen wären, weil wir einfach dieser Indikator hier unten uns keine Bestätigung dafür gegeben hätte, sondern wir waren schon ganz schön krass in einer Korrektur drin und es hätte halt auch in die andere Richtung sozusagen gehen können und hätten wir das Risiko rausgelassen. Hätte funktioniert, ja, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, wir gehen lieber auf Nummer sicher. Das heißt, den hätten wir für uns nicht mitgenommen, nur wenn man nach den Indikatoren jetzt hier aus dem Tool geht. So, dem zweiten Kreis gucken wir uns genauso an. Wir haben die blaue Linie über der roten Linie. Das heißt, erster Indikator, check. Dann gucken wir hier unten. Wir sind deutlich im Blauen. Das heißt, der zweite Indikator passt auf jeden Fall auch. Und als drittes wollen wir unterkauft sein.
waren wir auch wenn ich wollte, dass der meistens noch ein kleines bisschen weiter unten drunter ist, waren wir auf jeden Fall unterkauft. Das heißt, das wäre für uns ein Einstieg, den wir hätten sozusagen halt mitnehmen können. Und jetzt können wir mal ganz kurz mal schauen, was das jetzt für uns bedeutet hätte, wenn wir diesen Einstieg genommen hätten. Wir wären hier sozusagen in diesen Trade reingegangen und beim Impuls, ja, und jetzt nicht durcheinander kommen. Ich weiß, es sind jetzt viele Infos in dem Call. Die meisten schauen sich vielleicht auch im Nachgang nochmal an. Ja, aber die zwei Tools ist schwierig in einer Stunde zu erklären. Wir traden beim Impuls immer mit 10 Pips zum Stop-Loss und 10 Pips zum Take-Profit. Bedeutet, ich kann mir das hier sozusagen halt anzeigen lassen. 10 Ticks sind ein Pip, also 100 Ticks sind 10 Pips. Ich habe jetzt 10 Pips zum Take-Profit, 10 Pips zum Stop-Loss. Wir sehen es hier auf der rechten Seite wieder. Grau ist unsere Entry, das Rot ist unser Sell, das Grün ist unser TP. Ja, könnte man jetzt die zwei Zahlen, TP und SL, wieder für den C-Trader nehmen, beziehungsweise der C-Trader ist ja so geil aufgebaut, dass du am Ende ja nur die Pips eingeben musst. Das heißt, du würdest reingehen, 10 Pips SL, 10 Pips TP, würdest hier sozusagen halt auf Buy gehen. Und wir würden hier bei diesem Einstiegspunkt für uns sehen, dass wir innerhalb von 5 Minuten sozusagen 1% für uns generiert hätten. Der Trade hätte in Summe ja, auf jeden Fall knapp 4% tatsächlich gemacht. Hätte man beispielsweise den auch ein bisschen laufen lassen. Aber wie gesagt, ich bin ein Freund davon, einfach 1% einzufahren und dann ist der Tag erfolgreich beendet und dann ist auch gut. Ja, das wäre jetzt sozusagen für uns ein guter Einstiegspunkt, den wir hätten jetzt mitnehmen können. So, und wir können uns aber noch mal kurz den dritten Kreis gemeinsam anschauen, wo wir genauso diese Abwärtsbewegung letztendlich gehabt hätten und schauen einfach mal, wären wir jetzt in den Trade reingegangen oder nicht. Ja, wenn wir jetzt beispielsweise mal schauen, hier zu dem Zeitpunkt hatten wir noch die roten Pfeile gehabt, da hätten wir abgewartet. Genau, wir hätten jetzt beispielsweise, gucken wir uns einfach mal die Bewegung kurz an. Wir wären auch wieder unterkauft gewesen. Was sehen wir hier unten? Wir sind klar im bearischen Momentum. Das heißt, für uns wäre hier dieser Trade sozusagen halt kein Einstieg gewesen, um in diesen Trade letztendlich halt auch reinzugehen, weil die Gefahr einfach zu groß ist, nachdem der so weit runter korrigiert hat, dass wir sozusagen in einen Trendwechsel beispielsweise gehen oder in einen Seitwärtstrend. Hätten wir jetzt nicht mitgenommen. Wir sehen zwar, der wäre trotzdem aufgegangen, aber wir nehmen einfach das Risiko raus und suchen uns immer nur diese Leckerbissen raus. Ja? Und wenn wir hier in diesen Leckerbissen reingegangen wären, dann hätte der auch für uns relativ ja, viel Gutes sozusagen halt gehabt, um sozusagen den Tag erfolgreich beenden zu können und gar nicht erst großartig weiter am Markt unterwegs sein zu müssen. Genau, weil wir müssen keine 100 Trades setzen, wir müssen auch keine 100% Profits am Tag machen. Dann wird man eh viel zu emotional. 1%, 1,5% Profit reicht vollkommen zu. Ja, und alle, die gestern von mir eine Trade-Idee mitgenommen haben aus der Gruppe, 1%, ja, bei einem 100K-Konto, ich glaube, da braucht man nicht groß drüber reden. Das ist auf jeden Fall was sich definitiv auch lohnt und womit man auch schon zufrieden sein kann. Alright, das vielleicht dazu. Ich habe noch zwei, drei Sachen, aber ich will es jetzt wirklich gar nicht zu viel zu groß machen. Ich würde jetzt einfach mal die Sachen, die wir besprochen haben, nochmal ganz kurz miteinander durchgehen, um uns mal nochmal ein paar Einstiege einfach mal anzuschauen, damit ihr einfach wisst, wie man mit dem Tool letztendlich da halt auch unterwegs sein kann und wie man die Einstiege für sich finden kann. Ich gucke bloß mal, ob wir jetzt gerade ein paar coole Beispiele haben, wo wir so diese Chartbewegungen haben, die ich euch gesagt habe, mit dieser Schneckenbewegung beispielsweise. Ich war heute den ganzen Tag noch nicht am Traden, seit heute früh. Deswegen muss ich erstmal selber schauen, wie der Markt sozusagen halt aussieht. So, wenn wir beispielsweise angucken, ist jetzt zwar auch nicht so wunderschön, aber wenn ich mir jetzt hier anschaue, ich habe hier wirklich diese Bewegung nach unten korrigiert, ja, wie da sozusagen der Markt mehr oder weniger läuft. Wenn ich jetzt für mich schaue, wo hätte ich jetzt tendenziell Einstiegspunkte für mich gehabt? Das heißt, hier auf jeden Fall in dem Bereich, dann wäre der Markt sozusagen wieder ein bisschen hochgekommen. Ich hätte in dem Bereich Einstiegspunkte für mich suchen können. Dann wäre der Markt hier nicht weiter nach oben gegangen, kein neues Higher High. Ab hier hätte ich erstmal aufgehört, hier hätte ich nicht weiter getradet, weil ich die Gefahr laufe, hier in den Seitwärtswechsel sozusagen, in den Seitwärtstrend zu gehen. Seitwärtstrend traden wir im Impuls nicht, wirklich nur aufsteigen oder absteigen. Simple Scalper kann man sowas machen, aber bei allen anderen Tools, alles, was sozusagen wie ein Seitwärtstrend aussieht, kann ich das mal ganz kurz nochmal deutlich machen, dass ihr das einfach seht. Ja, ihr seht ja ganz klar hier, wir haben nicht großartig neue Higher Highs.
Wir haben nicht großartig neue Lower Lows. Das ist einfach nur ein Seitwärtstrend, wo der Trade hier permanent quasi zwischen Support- und Resistance-Zone hin und her wandert und ich nicht wirklich weiß, was er gerade vorhat. Deswegen würde ich hier im Impuls so eine Trades auch gar nicht erst eingehen, ja, sondern wirklich nur die Einstiege suchen, wo wir tatsächlich auch in einer schönen Bewegung drin sind, wie wir es beispielsweise halt auch hier haben, ja, einen schönen aufsteigenden Trend. So, wenn ich jetzt hier beispielsweise mal schauen würde, wir haben hier unterkauft, wir sind über unsere blauen Linie, deswegen einen aufsteigenden Kurs. Unsere blaue Linie ist über der roten Linie, wir sind im bullischen Momentum. Das heißt, wir hätten hier für uns einen Einstieg gehabt, den wir hätten mitnehmen können und hätten uns sozusagen dann die Bewegung hier nach oben mitgenommen. So, wäre ein TP gewesen. Wenn wir jetzt mal schauen, wo wäre wieder ein Einstieg gewesen? Tendenziell hier beispielsweise. Also ich gucke einfach nur, wo ist die Stochastik unterkauft. Mehr braucht man am Ende gar nicht machen. Ja, wäre der nächste Einstiegspunkt gewesen. Hier boah, hat er schon ein bisschen ins bearische Momentum reingepiksert. Hätten wir tatsächlich ausgelassen. Beim nächsten, da müsste ich mit der Lupe wahrscheinlich rangehen, waren die relativ nah. Nee, wäre auch im bearischen Momentum gewesen. Das heißt, den hätten wir sozusagen halt auch ausgelassen. Und alle weiteren hätten wir auch ausgelassen, weil ihr seht das schon, dass das mehr im bearischen Momentum gerade hier unterwegs war. So hin und her zwischen Blau und Rot und Blau und Rot. Das ist halt das, wenn der Trade dann sozusagen halt eine Seitwärtsbewegung eingeht. Das würden wir einfach sozusagen halt lassen. Ja, also wir gucken das nochmal zusammengefasst nach ganz klaren Aufwärts- oder Abwärtsbewegungen, die so eine schöne Schneckenbewegung nach oben oder nach unten gehen. Wir schauen, dass wir eine schöne Stärke letztendlich haben. Wenn wir das gefunden haben, dann gucken wir in diese Trades einfach für uns rein, suchen dann sozusagen nach Einstiegspunkten. So geht es am allerschnellsten über die Stochastik. Ja, wenn ich in einen Buy gehen will, dann will ich ja, dass die Stochastik hier unterkauft ist. Wenn ich in den Sell gehen will, dann will ich, dass die Stochastik sozusagen halt überkauft ist. So gucke ich am schnellsten und sehe am schnellsten, ob ich gerade Einstiegspunkte für mich suche. Wenn der Fall ist, dass ich unterkauft bin und sehe hier beispielsweise, hier ist mein Einstiegspunkt, blaue Linie über der roten Linie. Wir sind über unserer EMA-Linie, wir sind im bullischen Momentum, unsere Stochastik ist unterkauft. Alle vier Faktoren stimmen. Und hätte mir die Aufwärtsbewegung sozusagen halt hier mitgenommen. Können wir mal ganz kurz mal einzeichnen. Jetzt sieht zwar relativ wenig aus, was der Trade hier gemacht hat, aber es ist, weil ich den gerade ein bisschen kleiner gezogen habe. Wären wir hier in den Trade reingegangen, hätten wir 17, fast 20 Pips Bewegung. Also unser Trade, unser Ziel wäre hier gewesen bei 10 Pips. Ja, wäre unser Einstiegspunkt jetzt gewesen, an dem Punkt, alle Indikatoren stimmen, blaue über die rote Linie, gute Stärke, Stochastik unterkauft im bullischen Momentum, Einstiegspunkt für uns und hätten uns sozusagen die Bewegung mitgenommen und hätten einen Prozent Profit wieder gemacht. Ja, und dann könnte ich euch jetzt 10.000 so eine Beispiele letztendlich zeigen. Wichtig ist letztendlich nicht nur nach den Tools an sich zu gehen, nach den Indikatoren, den Einstiegspunkten und so weiter und so fort, sondern einfach auch ein bisschen Marktverständnis letztendlich da auch aufzubringen, zu sehen, was macht der Trade gerade, was macht der Trend gerade, geht er nach oben, geht er nach unten und immer sozusagen halt, the trend is your friend. Wenn der Trade nach oben geht, dann traden wir nur die Aufwärtsbewegung, die Buys. Wenn der Trade nach unten geht, dann traden wir nur die Abwärtsbewegung, die Sells. Ja, und wenn dann unsere ganzen Indikatoren stimmen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr, sehr hoch, dass ich mir hier so einen Einstiegspunkt raussuchen kann, um in den Trade letztendlich reinzugehen. So, ihr wart auf jeden Fall sehr, sehr, sehr tapfer, bis jetzt hier sogar auch in diesem im Zoom drin zu sein. Das, was ich jetzt erklärt habe, es ist normalerweise, machen wir erstmal ein Onboarding, ein Fast Start Onboarding, wo es wirklich nur um die Basics geht. Ja, wie man Pips berechnet, Lots berechnet, was ist Buy, was ist Sell und so weiter und so fort. Das ist dann so der fortgeschrittene, der zweite Teil, was ihr jetzt direkt schon in der Testwoche kennenlernt. Aber ich wollte, ehrlich gesagt, ich habe mir einfach überlegt, mache ich es sehr, sehr, sehr einfach oder mache ich es wirklich so, wie es wirklich ist? Ja, und ich wollte euch einfach mal das mal so erklären, wie das Tool wirklich funktioniert. Und natürlich wirst du das nicht jetzt innerhalb von einer Stunde von so einem Zoom zu 100% verstehen. Ja, ich wollte dir aber einfach mal auch einen Einblick geben, dass es hier nicht nur darum geht, einen Copy-and-Paste-Trade mitzunehmen. Das ist geil, das ist cool, ein paar Profits machen,
Ja, ist schön. Es geht auch nicht nur darum, so ein Programm zu öffnen, Achtung, jetzt ist ein Buy-Signal und irgendwie eine Maschine auf den Knopf zu drücken, sondern es geht letztendlich tatsächlich wieder um eine Trading-Ausbildung, um wirklich auch Trading zu lernen. Ich habe vor einem Jahr wirklich komplett keinen Dunst gehabt von dem Ganzen. Wir waren vorher 7 Jahre im Bereich Fitness, Ernährung unterwegs, haben wirklich komplett anderen Berufswelt. Trading, ich fand das immer so unsexy, so unattraktiv. Ich habe mir nie mein Leben vorstellen können, dass ich irgendwann mal einen Trade in meinem Leben setze. Ich wusste zwar, ich habe es schon mal gehört, ich wusste, was ein Bitcoin ist, aber da hat es schon aufgehört. Ja, aber ich habe mit meinem ersten Trade, den ich damals gesetzt habe, vielleicht hat der ein oder andere das Gefühl von euch auch gehabt, gestern so eine Trade-Idee mitzunehmen, also die ersten Profits, selbst wenn es nur 100, 200 Euro sind, das hat halt so krass was mit mir gemacht, wo ich auf meinem Handy gesehen habe, wie man halt auch Geld verdienen kann, weil das so, ich dachte immer, du musst halt viel körperlich arbeiten oder halt hart arbeiten, um viel Geld zu verdienen, noch härter arbeiten, noch mehr Geld zu verdienen. Und die Erfahrungen, die ich da gemacht habe, fand ich irgendwie so crazy, dass ich gesagt habe, jetzt will ich alles wissen. Ich bin so ein Mensch, der dann sagt, dann, wenn er einmal gesehen hat, okay, hier könnte irgendwie was funktionieren, jetzt will ich es halt komplett wissen. Und jeder ist natürlich selber verantwortlich. Es wird immer Menschen geben, die nutzen eher mehr so ein bisschen Automatismen, Trading-Signale und so weiter und so fort. Und es kann man auch machen, es funktioniert ja auch. Aber es gibt auch viele Menschen, die wollen mehr rein in das Ganze. Die wollen es noch mehr verstehen. Die wollen noch unabhängiger sein. Die wollen noch profitabler sein. Ja, und die beschäftigen sich einfach noch ein bisschen mehr. Es ist tatsächlich wirklich für jeden was. Für die Leute, die wenig Zeit haben, sich jetzt nicht ganz so krass in die Materie reinfuchsen wollen. Aber auch für die Leute, die wirklich richtig intensiv das Traden lernen wollen, ist für jeden was dabei. Und vor allen Dingen, Freunde, wenn ich das kann, dann kann das jeder andere auch von euch. Das kann ich euch schon mal sagen. Gibt es jetzt noch spannende Fragen? Crazy, ey, 22:17. Kriegt bestimmt Ärger von euch, weil ich zu lang gemacht habe. Könntest du ohne die Tools traden? Tatsächlich ja. Habe ich euch sogar auch schon 1, 2 Trade-Ideen geteilt. Aber ich mache es zu 95% nicht, weil die Tools sozusagen mir meinen Alltag extrem erleichtern. Ja, ich habe keinen Bock, 5 Stunden vor dem Rechner zu sitzen und irgendwelche Charts zu analysieren. Ja, spätestens wenn der kleine Mann dann hier aus dem Kindergarten rauskommt, da war es das so und so und der geht nur 6 Stunden Kindergarten. In der Zwischenzeit macht man noch ein paar andere Sachen. Ja, da habe ich gar keine Ruhe letztendlich dafür, stundenlang irgendwelche Charts zu beobachten, zu machen. Die Tools helfen mir einfach dabei. Ich klappe das Ding auf, guck Stärke, Stochastik gerade bei, ist Stochastik gerade unterkauft? Nee, okay, drück ein bisschen durch, okay, nach 5 Minuten kein Einstieg. Laptop wieder zu und mache halt ein paar andere Sachen. Ja, also die Tools nutze ich halt letztendlich für mich, um schneller zu wissen, geht gerade was auf dem Markt oder geht halt gerade nichts. Ja, deswegen, ich würde es immer nutzen. Was bedeutet das Symbol? Genau, das zeigt uns quasi an, diese Pfeiler. Wenn es ein roter Pfeil anzeigt, gibt es eine Bestätigung dafür, dass wir gerade eher in einem Abwärtstrend sind. Wenn es die grünen Pfeile sind, ist eine Bestätigung, dass wir gerade eher in einem Aufwärtstrend sind. Und wenn das so ein Achtung hier nicht durchfahren Schild ist, dann ist das keine klare Richtung sozusagen zu erkennen. Diese Pfeile können wir sozusagen für uns nochmal zusätzlich als Bestätigung nehmen. Für alle, die jetzt nicht wissen, welchen Pfeilen ich rede, ich sage es nochmal ganz kurz, um einen Einstieg für uns zu finden. Das heißt, wenn ich jetzt hier in einen Buy-Einstieg reingehen will, dann sollen die Pfeile unter diesen Kerzen auch grün sein. Wenn ich in den Sell-Einstieg gehen will, dann müssen die Pfeile, die Sell- oder Buy-Arrows nennt man das, demzufolge halt rot sein. Ja, das sind nochmal zusätzliche Bestätigungen. Und wenn ich so ein Zeichen habe, wie so, Achtung, hier nicht durchfahren, dann ist gerade keine Richtung erkennbar. Dann ja, würde man entweder den Trade auslassen oder nochmal eine Kerze abwarten, um zu gucken, in welche Richtung hat er denn jetzt Bock, hier zu laufen. Ich mache das Ganze hauptberuflich. Yes, genau. Das bedeutet, dass der Chart neutral ist. Ach genau, perfekt. Super, ihr erklärt das schon. Warum mache ich das denn hier? Ihr das doch machen. Wie komme ich nochmal in die Strategie rein von Impuls? Wo muss ich draufklicken, dass ich die Zeichnung komme? Zeige ich dir natürlich sehr gern. Bei IM Academy ins IM Center. Und im IM Center, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ob ich das schon immer gezeigt habe. Das ist auf jeden Fall total crazy. Wenn ich einmal drin bin, kann ich euch es auch noch kurz zeigen. Habt ihr hier Go Live, Silas Sete Ducati, absolute Maschine, 98er Baujahr, der ist fast 10 Jahre jünger wie ich, tradet schon seit 7 Jahren, der macht jeden Tag Montag bis Freitag 18 Uhr Live-Sessions. Ich sag's euch, der ist absolut crazy, der Mensch. Kann man dann hier sich die Live-Sessions anschauen. Wenn ich alleine hier mal den Chat jetzt lese, geil, TP mitgenommen. Der hat auf jeden Fall ein paar gute Trade-Ideen heute wieder rausgehauen. Also du kannst halt mit den Experten gemeinsam traden. Und dann haben wir hier Favorite Sessions. Da hat er hier verschiedene Videos, wo alles erklärt wird. Unter anderem hier, siehe da, Simple Scalper, ein Erklärvideo dazu. Ja, 34 Minuten, das ist aber 12 Minuten Musik, also es geht 25 Minuten Erklärvideo, findet halt alles auf dieser
Seite. Und jetzt zeige ich euch ganz noch kurz die Tools. Also wenn ihr nicht auf Go Live geht, sondern unten auf Strategies im IAM Center. Und ich klicke es nochmal, nicht, dass ich jetzt die Frage übersprungen habe. Hier nicht auf Go Live, sondern auf Strategies. Scrollt man ganz nach unten. Ich habe alle Academies, weil ich finde alles geil. Ansonsten TBX wäre in dem Fall, wenn man, Impuls kann man mit tatsächlich jedem Tool nutzen. FRX, TBX, DCX, das ist geil, das ist wirklich bei alles verfügbar. Siehst dann immer, hier steht das Impuls, drückst dann hier drauf und dann geht das Tool sozusagen halt schon auf. Das war's. Silvio, du erklärst das mehr als Bombe. Vielen Dank für das nette Kompliment. Kannst du bitte mal bei Impuls in die Kryptopaare gehen, um zu sehen, welche bereits verfügbar sind? Ich mache alles für euch. So, Bitcoin. Krypto. Also BTC, USD ist der Bitcoin. So, und dann habt ihr hier verschiedene Trends. Ich scroll es mal langsam runter. Also es sind keine 100.000. Das sind die volatilsten, die am meisten Sinn machen zu traden. Natürlich Bitcoin, Ethereum. Ich bin tatsächlich ein Freund, weil wenn du Krypto tradest, es macht fast jeder Coin dem Bitcoin die Bewegung nach. Ja? Wenn ich jetzt beispielsweise in Ethereum reingehe, also wenn ich mir jetzt mal die Bewegung angucke, das ist der Bitcoin. Achtung, wir zählen bis 3 zusammen und dann drücke ich auf Ethereum. 1, 2, 3 und schau dich das Chartbild an. Oh, ja, die machen halt alles dem Bitcoin mehr oder weniger auch nach zum größten Teil. Und da der Bitcoin sich am besten traden lässt, bin ich ein Freund, wenn ich Krypto trade, mache ich halt nur Bitcoin. Genau, aber das wären jetzt die, die man hier traden kann. Auch täglich live mit dem Symbol tradet auch jemand täglich live mit dem Symbol. Das werden wir auf jeden Fall jetzt auch vermehrt wieder machen, definitiv. Stimmt, selbst bei 10k wären ja bei 75% 2000 Euro Profit von 80%. Ja, ich würde es jetzt mal nicht nachrechnen, aber du hast es bestimmt schon richtig reingeschrieben. Ich weiß nicht, um was es geht. Um den Traden 1% am Tag, genau. Ja, reicht vollkommen zu. Man muss halt auch aufpassen beim Traden, das sage ich euch schon mal. Also die Leute, die raus müssen, weil sie schlafen müssen, gute Nacht, schön, dass ihr mit dabei wart. Ansonsten, ich habe eh noch bis halb Zeit, können wir noch ein bisschen quatschen. Beim Traden ist es wirklich so, du lernst dich auch selber ein bisschen kennen, ja. Neu kennen vor allen Dingen, so diese Emotionen, Gier, Angst und so weiter und so fort. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr spannend. Das ist tatsächlich der einzige Punkt, der erfolgreiche Trader von nicht erfolgreichen Tradern unterscheidet. Weil diese Strategien zu erlernen, das Trading zu erlernen, ist am Ende gar nicht so wild, auch wenn es am Anfang ein bisschen viel nach Bahnhof aussieht. Aber die Emotionen, das ist das, worum es tatsächlich halt auch geht. Und wenn du die im Griff hast, da haben wir einen richtig geilen Call auch dazu. Ich weiß gar nicht, ist der Morgenabend oder Freitagabend? Simon, bist du am Start hier? Morgen oder übermorgen? Morgen. Morgen haben wir einen Call mit dem Andreas Fauster, der ist auch Go-Live-Educator bei IAM Academy. Der knallt euch morgen im Part raus. Also jeder, der vorhat, im Trading Geld zu verdienen, muss morgen 21 Uhr dabei sein. Das ist absolut crazy, was ihr morgen erfahren werdet. Und das ist so ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg beim Trading, was ihr morgen 21 Uhr hört. Deswegen da nochmal kleine Werbung für den Call morgen. Das wird crazy. Ja, also Andreas Faust ist wirklich ein sehr, sehr, sehr erfolgreicher Trader. Keine Ahnung, ob der auch so noch zusätzlich Coaches oder irgendwas anbietet. Da wird es wahrscheinlich hunderte von Euro zahlen. Ihr habt das morgen for free. Einen sehr erfolgreichen Trader. Einfach mal ein bisschen auch was über das Thema Trading Mindset etc. sagen zu hören, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, gewonnen und verloren wird zwischen den Ohren im Trading umso mehr, umso wichtiger. Wann ist der 21 Uhr auch wieder? Wenn man starten wollen würde mit Impuls, bekommt man nochmal alles. Ja, selbstverständlich. Dann siehst du mich sogar auch öfters in Calls, weil wir haben verschiedene Calls in der Woche, wo wir live zusammen traden. Wir haben jeden Mittwoch 19 Uhr Impuls Q&A, da kann man alles dazu fragen. Ansonsten wirklich, ihr kriegt, egal welches Tool ihr tradet, habt ihr Unterstützung. Ja, es gibt dann die Leute, die traden BLB, es gibt die Leute, die machen DCX, wenn du Swipecoin Scalper, Leute, die mit Impuls, wir decken da auch alles ab. Du hast tendenziell alles in der Academy, auch die Go-Live-Educator, aber auch im Team versuchen wir halt natürlich auch immer viel Mehrwert zu bieten, weil ich finde es immer geiler, das auch gemeinsam zu machen. Jeder hat einfach Fähigkeiten, die er mitbringt und gemeinsam bist du am Ende viel, viel, viel erfolgreicher, wie wenn jeder da alleine sein Ding hier durchwurschtelt. Wann sagst du, ist Impuls Q&A? Ist immer Mittwoch 19 Uhr tatsächlich bei uns. Außer in der Woche, weil da nehmen wir uns wirklich erstmal nur Zeit für euch, um die ganzen Sachen euch vorzustellen, die Live-Sessions zu machen und so weiter und so fort.
Und solche Termine erhält man dann auch. Ja, ja, da haben wir dann WhatsApp-Gruppe, da hauen wir dann immer die ganzen Termine rein. Da gibt es auch einen Zoom-Kalender, da stehen alle Live-Sessions, Q&A-Sessions, alles da. Kommen wir morgen zum Kaffee vorbei, traden wir zusammen oder einen Schnaps, damit ich das noch besser verstehe. Ich habe beides da. Alright. Freunde, ich muss jetzt noch mal ganz kurz was zeigen. Ich wollte es eigentlich zum Anfang machen. Das war der Euro-USD heute Vormittag. Der hat uns richtig geärgert. Für alle Leute, die pünktlich im Trade drin waren, und ihr habt ja beim C-Trader das immer, ich habe ja geschrieben, 12 Pips, glaube ich, bis zum Stop-Loss. Das heißt, für alle, die genau hier rein sind, wo ich die Idee gegeben habe, die hat es hier, obwohl der eigentlich gar nicht im Stop-Loss war, wirklich 0,1 Pip, wahrscheinlich durch den Spread, ausgestoppt. Ja, für alle, die erst ein bisschen später rein sind und 12 Pips hatten, die hatten dann ihren Stop-Loss hier oben, die hatten Glück, deswegen haben viele auch Profits mitgenommen. Schau dich dann diese Bewegung an hier. Das ist echt. Aber das ist Trading, ja. Du wirst nicht jeden Trade gewinnen können. Und das ist auch geil, dass wir die Woche schon ein paar SL-Hits hatten. Ja, dass ihr nicht in die Erwartung reingeht, oh, nur TP, nur TP, TP. Und dann startet hier und dann kommen ein paar SL-Hits dazu. Ja, man muss das beim Trading auch immer übergreifend blicken. Ja, es wird immer Tage geben, die laufen geil, Tage laufen schlecht. Es wird Wochen geben, die laufen gut, die laufen schlecht. Es wird Monate geben, die laufen gut, die laufen schlecht. Ja, das gehört letztendlich auch immer mit dazu. Am Ende sollten 50% eurer, mehr als 50% eurer Trades im Profit laufen. Dann sind wir auf dem richtigen Weg auf jeden Fall auch unterwegs. Und dann hat man auch mal so eine Kriebel mit dabei. Aber ja, das gehört dazu zum Game. Welche Zeiten sollte ich für Impuls traden? Tatsächlich frühs, mittags, abends kannst du es immer traden. Jetzt um die Uhrzeit, ich sage mal so 9:30, um 10. Wir haben es gerade gesehen, die Märkte fangen ein, langsam ein bisschen einzuschlafen jetzt vor Marktschluss. Das ist jetzt nicht mehr so die beste Zeit, sage ich mal, zum Traden. Da kann man sich dann Videos anschauen und so weiter und so fort. Und dann, du kannst es ja auch nachts traden, Impuls. Ja? Der Markt hat kurz nach 0 Uhr wieder auf. Selbst 0 Uhr oder 2 Uhr, 3 Uhr, 4 Uhr findet man Einstiege. Für alle, die Nachtschicht haben und nicht wissen, was sie auf Arbeit machen sollen. Ja, also tendenziell kannst du wirklich rund um die Uhr traden. Vormittags, nachmittags sind wirklich teilweise Zeiten, wenn so verschiedene Märkte auf der Welt öffnen, also verschiedene Börsen, ja, durch die Zeitzonen, immer zu unterschiedlichen Zeiten, gibt es mal Zeiten, da geht mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, aber tendenziell geht es den ganzen Tag über. Ist Impuls besser wie Simple Scalper? Wo hast du bessere Ergebnisse? Tatsächlich eine spannende Frage. Ich muss ganz ehrlich sagen, Simple Scalper hat nicht ganz so viel mit Trading zu tun. Also ich nutze es auch und das Ding hat wirklich, wir haben es ja gerade durchgeguckt, wie viel TP jetzt das Ding hatte, eine geile Trefferquote. Aber wenn ich mich ans Traden setze, dann will ich halt auch ein bisschen richtig traden und da gefällt mir Impuls ein bisschen mehr, weil ich da einfach ja, ein bisschen mehr mit den Märkten da machen kann und schauen kann und so weiter und so fort. Tendenziell, wenn es rein nur ums Profits machen geht, reicht der Simple Scalper an sich schon aus. Also ich habe viele, viele Leute, die jetzt auch schon mit dem, allein nur mit dem Simple Scalper Signal ihre Fremdgeldkapital-Challenge gerockt haben. Zuletzt erst der Chris, sein 25.000-Dollar-Konto, einfach nur mit dem Simple Scalper. Ja. Also tendenziell, wenn man es einfach möchte und nicht ganz so viel Zeit hat, Simple Scalper ist cool, aber ihr werdet irgendwann ein bisschen Hunger auf mehr haben. Ja, deswegen, ich finde beide Tools halt irgendwie geil. Jetzt nicht so, dass ich eins besser, eins schlechter, aber tendenziell ist der Simple Scalper schon, ja, ist beides gut. Ich will jetzt nicht, dass das eine dann böse auf mich ist, da jetzt nicht sagen, das eine ist besser, das andere schlechter. Deswegen habe ich auch doch beide vorgestellt. Wie hast du es geschafft, innerhalb von einem Jahr das ganze Hauptberuf zu machen? Ich war vorher schon selbstständig unterwegs. Ja, also das heißt, ich habe ja schon ein gewisses Einkommen letztendlich da auch aufgebaut und so weiter und so fort. Habe das ein bisschen parallel gestartet. Und dann sozusagen auch recht gut hier in diese ganze Thematik da ein bisschen reingerutscht. Das ist aber nicht ein Normalfall. Ja, also gibt bestimmt welche, aber ich bin eher ein Freund davon, es ein bisschen stabil und langfristig aufzubauen. Das ist ja Trading, ist schon die Abkürzung. Ja, stell dir mal vor, du ballerst das jetzt mal 3-4 Jahre, kommst ja gar nicht drum rum, dir ein fünfstelliges Einkommen aufzubauen, gerade mit Fremdkapital und so weiter und so fort. Ja, dann hast du den Zeitpunkt ja erreicht, wo du für dich das machen kannst. Aber das ist schon die Abkürzung. Was ist denn die Alternative? Bis wann müssen wir ansonsten noch arbeiten gehen? Also ich nicht mehr, aber jeder, der Arbeitnehmer ist, 67, 68, 69, vielleicht irgendwann mal 72, 73, ja, dann mache ich dir lieber mal 3-4 Jahre. Es ist ja schon die Abkürzung. Und eine Abkürzung von einer Abkürzung suchen wird schwierig. Genau. So, yes, es ist halb. Ich muss mich leider jetzt verabschieden.
Cool, dass du da warst. Da haben wir anderthalb Stunden ganz schön hier durchgezogen. Der Kopf wird glühen. Können wir morgen gerne mal ein Feedback geben, ob ihr schlafen konntet oder ob ihr nur noch Chartbilder, Kerzen, Pfeile und keine Ahnung was davon geträumt habt. Geil, ja, dass ihr am Start wart. Für alle, die sich das im Nachgang angeschaut haben, auch danke, dass ihr euch das im Nachgang nochmal angeschaut habt. Ich hoffe, ihr konntet euch alle einen kleinen Mehrwert hier rausziehen. Ja, wenn es vielleicht jetzt ein bisschen viel war, überhaupt gar nicht schlimm. Es ist wirklich jetzt einfach ein bisschen auch detaillierter gewesen für diejenigen, die schon ein bisschen mehr Vorerfahrung hatten, dass jeder da auf seine Kosten kommt, wie ihr euch das gewünscht habt. Und ich träume von Kerzen, sehr schön. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend bzw. eine gute Nacht, eine schöne Woche. Ich wünsche euch noch ganz, ganz, ganz viel Spaß auf der Testwoche. Ja, wir haben morgen einen Special Call, wir haben Freitag nochmal einen interessanten Call. Am Sonntag haben wir einen Abschlusscall, da werdet ihr mich auch nochmal wiedersehen, am Sonntag 20 Uhr. Freue ich mich auf euch und in diesem Sinne, schön, dass ihr mit dabei wart. Bleibt gesund, bis später. Ciao, ciao.